Ja, erstmal recht herzlich willkommen sowohl an die Bürger, die sich hier vor Ort eingefunden haben, Rancho Grande in Pinneberg. Nebenbei, das Ganze wird auch im Internet gestreamt, das heißt auf der Kreisverbandsseite vom Kreisverband Pinneberg. Mein Name ist Daniel Buhl, wer mich noch nicht kennt. Ich bin der Kreisvorsitzende von der AfD im Kreisverband Pinneberg. Und nebenbei auch noch in Anführungsstrichen der Direktkandidat für den Wahlkreis 21. Heute sind wir aber im Wahlkreis 24. Wir haben heute hochrangigen Besuch aus Bayern. Der Peter Büstron, der Landesvorsitzende von Bayern, hat sich die Ehre gegeben und ist jetzt auch gerade Bundestagskandidat geworden in Bayern. Des Weiteren ist heute Abend Jörg Nobis da, unser Spitzenkandidat. Das heißt, heute ist es hier wirklich eine hochrangige Besetzung des Bürgerdialogs. Und der Julian Flack kommt später noch. Der ist leider etwas im Verkehr hängen geblieben, kommt gerade aus Hamburg. Wir sind alle Berufspolitiker, nee, wir sind alle keine Berufspolitiker, Entschuldigung. Insofern ist es so, dass wir natürlich auch nebenbei noch arbeiten müssen und nicht nur ja, schon Parlamentsferien haben. Und insofern hängt er da eben noch im Verkehr und wird dann aber später noch zu uns stoßen und dann auch für Fragen und Themen zur Verfügung stehen und vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, ich schaue ansonsten, ist, fangen wir mal hier vorne an, Bernhard Noack da, unser Direktkandidat für den Wahlkreis 23, genau, da, das ist dann Pinneberg-Elbmarschen und Michael Poschardt für den Wahlkreis 22, das ist Pinneberg-Nord, der ist auch da und ja, Daniel Marke-Schwarz von auf der Landesliste. Jetzt musst du mir nochmal helfen, welcher Platz das 10. genau ist. 10, genau. Und Bernhard ist 11, genau, neben der Direktkandidatur noch Bernhard Noack und meine Frau ist Platz 12. Und ja, ich habe dann irgendwie die Liste geschlossen mit Platz 25. 24. Ja, 24 genau mittlerweile. Genau. Ja, ansonsten schaue ich mal in die Runde. Teile des Kreisvorstands sind noch da. Ja, heute, diese Woche haben einige Termine schon stattgefunden. Wir hatten drei Podiumsdiskussionen mit dem Hamburger Abendblatt, die aus unserer Sicht sehr erfolgreich waren. Wir konnten unsere Positionen ganz gut darstellen. Wie kann man sich so eine Podiumsdiskussion vorstellen, für die, die noch nie bei so einer Podiumsdiskussion gewesen sind? Das ist ein bisschen anders als im Fernsehen. Da sitzt man im Prinzip auf einer Bühne mit den anderen Direktkandidaten und man streitet sich weniger untereinander, als dass die Bürger die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen an einzelne Kandidaten oder an die komplette Runde. Es werden auch Themen vorgegeben von der Redaktion, in dem Fall jetzt eben vom Hamburger Abendblatt. Und darauf sollen dann alle Kandidaten Antworten finden oder beziehungsweise das, was sie in ihrem Programm haben, dann entsprechend darstellen. Das ist aus unserer Sicht sehr gut gelungen. Es gab auch jetzt wenig Diskurs mit den oder negativen Diskurs, sondern es war wirklich rein sachlich auch von dem Publikum. Das war sehr erfreulich. Da gab es eigentlich keine Angriffe. Der ein oder andere Kandidat der anderen Parteien fühlte sich genötigt, so ein bisschen Abstand zu halten. Aber das ist ja dann auch in Ordnung. Wir wollen ja auch nicht kuscheln. Ja, in diesem Sinne, das war das, was jetzt diese Woche passiert ist. Ganz nebenbei sind wir auch immer mehr im öffentlichen Raum zu sehen. Wir plakatieren gerade ganz intensiv, wenn wir nicht gerade irgendwie Podiumsdiskussionen haben oder eben so einen Bürgerdialog, wie wir ihn heute Abend haben. Dann wird eben auch plakatiert. Das heißt, die Plakate sind in den einzelnen Städten immer mehr zu sehen. Das könnte sicherlich noch schneller gehen, aber wie ich schon einleitete, wir sind ja keine Berufspolitiker, sondern machen das alles in unserer Freizeit und da findet das dann halt dann auch mal abends statt. Und geht vielleicht nicht ganz so schnell, wie wenn man eine Agentur beauftragt und das dann alles mal organisiert und für einen macht, sondern man selber als Direktkandidat auch mal die Hand anlegt, um selber dann Plakate aufzuhängen. Und das tun wir alle und insofern denke ich mal, ist das auch in Ordnung. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass alle da sind und würde jetzt an Peter Büstron
Nee, erstmal an Jörg Nobis übergeben, genau, unseren Landesvorsitzenden, der vielleicht das ein oder andere zu den landespolitischen Themen, auch gerade zum Programm, auch erzählen kann. Und ja, dann kommen wir einfach hier rein. Ich übergebe gleich mal das Mikrofon. Genau. Ich übergebe einfach mal das Mikrofon an dich, genau. Darf ich das hier an die Krawatte machen? Gerne. Bitteschön. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier nach Pinneberg. Hier war ich auch noch nie. Ich finde es überhaupt gut, dass wir überhaupt noch Räumlichkeiten bekommen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Vielfach werden die ja kurz vorher abgesagt. Ja, ich konnte dem NDR entnehmen, ich bin noch gar nicht so bekannt im Land. Das ist natürlich kein Wunder. Ich arbeite ja auch noch Vollzeit und bin ja auch kein Berufspolitiker. Von daher, vielleicht darf ich mich kurz bekannt machen. Also mein Name ist Jörg Nobis. Ich bin Ihr Spitzenkandidat für die AfD zur Landtagswahl. 41 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und wohne in Kaltenkirchen. Zur Politik bin ich gekommen aus Notwehr. Also ich mache Politik aus Notwehr, weil ich denke, dass einfach ganz viel falsch läuft. Am falschesten läuft es natürlich auf Bundes- und Europaebene, aber auch bei uns im Land läuft einiges falsch. Werde ich Ihnen auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Zu meinem beruflichen Hintergrund, ich bin ausgebildeter Schiffsmechaniker, bin zur See gefahren. 4,5 Jahre als Offizier auf Kreuzfahrtschiffen weltweit unterwegs gewesen. Seit 2007 bin ich dann, wie wir sagen, an Land, habe in einer großen Reederei in Hamburg gearbeitet und seit 2008 bin ich Gutachter im nautisch-technischen Bereich, bin immer auf Schiffen unterwegs. Das nächste Schiff wartet schon wieder morgen früh um 4 Uhr in Harburg auf mich, komme da also viel rum. Und da fangen wir doch gleich mal an, will ich Ihnen gleich mal was erzählen. Gestern war ich auf einem Großcontainerschiff im Hamburger Hafen. Namen sage ich jetzt nicht, aber 370 Meter lang, also wirklich groß. Und ich habe die Wasserschutzpolizei begleitet, sollte den Kapitän unterstützen in einem Ermittlungsverfahren, Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung. Das betraf aber den Kapitän, der vorher an Bord war. Und dann konnte ich diesen Vorgang der, wie wir sagen, Immigration mal beobachten, wie also die Pässe kontrolliert werden. Dann kamen die Wasserschutzpolizeibeamten, kamen also an Bord, sagten, Captain, Passports please. Und dann brachte der Kapitän seine Holzkiste mit den ganzen Pässen der Besatzungsmitglieder, bunt gewürfelt von Filipinos über Ukrainer. Dann gab es gleich die erste Beschwerde von den Wasserschützern, die dann sagten, ja, die vorab geschickte Crewliste, die würde ja nicht die Geburtsorte enthalten. Das wäre also gegen die Regeln, die müssten sie also auf jeden Fall nochmal nachreichen. Und dann wird dem Seemann immer im Hamburger Hafen so ein Zettel gegeben. Shore Leave Pass, ist so ein Passersatz, das ist eigentlich nur ein Zettel. Damit kann der Seemann dann an Land gehen und er wird natürlich... Deutsche Bürokratie funktioniert da noch im Hamburger Hafen. Der wird gestempelt. Gibt es also so einen großen Stempel. Dann wird so ein Eingangsstempel gemacht mit Datum für jeden Einzelnen. Und dann gab es gleich Diskussionen. Irgendein Ukrainer hatte ein falsches Visum. Da wurde dann groß rumgemäkelt. Hat er gesagt, Captain, also der sollte doch besser nicht an Land gehen. Der hätte das falsche Visum. Wenn es da mit der Bundespolizei gibt es nur Ärger, kriegten Sie einen auch auf den Deckel. Und da guckte ich so an, lächelte den Wasserschutzpolizeibeamten an. Der guckte hoch. Lächelte zurück. Ich sage, naja, hier wenigstens werden ja noch die Pässe kontrolliert, in Bayern ja nicht. Dann nickte er so zuversichtlich und sagte, ja, haben Sie recht, ne? Das war so ein ganz junger Wasserschützer. Und ja, man hatte das gestempelt, dann hat man festgestellt, man hat mit dem falschen Datum gestempelt, dann wurde also das Datum richtig gestellt, wurde alles nochmal gestempelt. Also da funktioniert die Bürokratie für einen Seemann, der sowieso nach ein paar Stunden wieder den Hamburger Hafen verlässt und das gerade mal die Seemannsmission zum Biertrinken schafft. Ja, habe ich gesagt zum Kapitän, das war ein Ukrainer, dem habe ich gesagt, ja, nach Deutschland kommt man besser ohne Pass, da hat man weniger Probleme. Nicht? Der Wasserschützer guckte wieder hoch, lächelte und nickte auch wieder ganz zuversichtlich. Also ich glaube, bei den Beamten haben wir doch, gerade bei Polizeibeamten haben wir ein ganz gutes Standing in unserer Polizei. Wir benennen Probleme mit klarer Sprache. Und das wollen die Leute hören. Schönredner gibt es eigentlich schon genug in den Parlamenten. Wir wollen klare Fakten anreißen und dann heißt es natürlich immer Stegner, Albig und Co., die sagen, wir machen den Menschen Angst. Ja, wir schüren Ängste, wir sind ja nur Populisten. Wir schüren aber keine Ängste, die Ängste sind schon längst vorhanden, wir benennen sie. Ja, wir nennen sie und gießen sie in Sprache und sagen, was für Schlussfolgerungen daraus erwachsen können. Dann heißt es immer, ja, Populisten. Ja, da gucke ich in mein Wahlprogramm von der AfD und dann stelle ich fest, wir sind eigentlich die einzige Partei, die noch Restlaufzeiten für Kernkraftwerke fordert, also den Atomausstieg, sagen wir nochmal, nach hinten verschieben möchte. Da sind wir die einzige Partei. Und das ist nun in Schleswig-Holstein nun wirklich überhaupt nicht en vogue. Also kann ich nicht sagen, das wäre ein populistisches Thema. Das ist überhaupt nicht populistisch. Wir sind auf Bundesebene für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Auch das ist nun kein populistisches Thema. Aber das wirft man uns halt immer wieder vor. Aber es ist nicht der Fall.
Ja, das zu dem Thema, so eine kleine Geschichte hat so ein Seemann natürlich immer parat. Kommen wir mal zur Landespolitik. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Unsere Bildungsministerin Britta Ernst, die Ehefrau von Hamburger Bürgermeister Herrn Scholz, vielleicht haben Sie das gelesen. Also es geht darum, dass wir in Schleswig-Holstein 25 türkische Konsularlehrer haben. Das heißt, türkischen Kindern wird Unterricht in türkischer Sprache ermöglicht in Schleswig-Holstein. Das gibt es auch in anderen Bundesländern. In Bayern vermute ich mal nicht. Aber in Schleswig-Holstein ist natürlich ganz vorne weg. Und das unterliegt überhaupt nicht der Schulaufsicht. Niemand weiß, was diesen Kindern von den Konsularlehrern der Türkei beigebracht wird. Das funktioniert in türkischer Sprache. Und die Bildungsministerin hat immer gesagt, ich weiß nicht, was Sie da erzählen, haben wir keine Schulaufsicht, da haben wir keine Handhabe. Aber im Prinzip machen Sie das alles mit einem Trick. Und zwar werden die türkischen Kinder auf Antrag der Eltern von der Schulpflicht befreit. Also stellen Sie sich das mal vor, ja? Wir haben eine Schulpflicht in Deutschland, wenn Sie Ihr Kind morgens nicht rechtzeitig zur Schule bringen, kommt die Polizei, Schulpflicht, holt Ihre Kinder ab. Aber die türkischen Kinder werden auf Antrag der Eltern von der Schulpflicht befreit, damit türkische Konsularlehrer den Unterricht dann in türkischer Sprache, zumindest zeitweise, übernehmen. Und die Kinder werden komplett der Obhut übergeben, dieser türkischen Konsularlehrer. Völlig unbegreiflich, für mich ist das ein Skandal. Wir haben festgelegte Lehrinhalte, die Kinder sollen in deutscher Sprache unterrichtet werden, damit fördert man nur gleich wieder Parallelgesellschaften in türkischer Sprache. Und wir wissen auch gar nicht, was den Kindern beigebracht wird. Denn es gibt viele Stimmen, die gehen mal davon aus, dass diese Kinder, wenn es sich um türkische Konsularlehrer handelt, dass die im Sinne Erdogans nationalistisch, muslimisch indoktriniert werden. Und das lassen wir zu in unserem Bundesland. Das ist schon mal, finde ich, das würden wir abschaffen. Ja? Sie haben es heute gehört, noch hat die vernebelte Küstenkoalition, wie ich sie mal nenne, noch eine hauchdünne Mehrheit. Die CDU hat aufgeholt. Noch liegt die SPD aber immer noch bei 33% bei der letzten März-Umfrage. Hätte es noch theoretisch nur für Rot-Grün gereicht. Jetzt müssen Sie den SSW schon wieder dazu nehmen, damit Sie noch eine Mehrheit haben. Also das ist alles noch nicht ausgemacht. Wir sind 4 Wochen vor der Wahl, aber da kann sich noch viel ändern. Das ist noch längst nicht gesagt, dass diese Küstenkoalition wieder eine Regierungsmehrheit haben wird. Das wird auch an uns liegen. Wir werden auch ein Zünglein an der Waage sein, neben natürlich den anderen Parteien. Und es wäre doch schön, wenn wir die Küstenkoalition ablösen könnten, dass Herr Albig nicht weiter regieren kann und wir vielleicht die beiden großen Parteien in eine große Koalition zwingen. Da werden die auch richtig Spaß haben. Ja? Insbesondere freue ich mich natürlich auf Herrn Stegner im Landtag, mit ihm zu messen und ihm da auch mal die Meinung zu sagen. Aber bin ich gespannt, wie das wird. Er möchte uns ja immer noch aus dem Landtag raushalten. Tönt das auch in der Presse. Man hofft jetzt, ja, man hofft, dass wir eigentlich noch schlechter abschneiden als die Saarländer. Und da kann ich schon mal sagen, das wird sicherlich nicht passieren. Ja. Also wir sind nämlich auch mit der heutigen Umfrage ganz konstant bei 7%. Ja, mein Wunsch ist es natürlich zweistellig zu bleiben, ohne Komma zwischen den zwei Zahlen. Aber da müssen wir mal gucken, wo wir dann in 4 Wochen landen. Da kann auch noch viel passieren. Und jeder, der hier natürlich zu den Versammlungen kommt, ist auch irgendwie ein potenzieller Multiplikator, um zu sagen, die sind gar nicht so, wie sie in den Medien immer dargestellt werden. Also ich für mich persönlich habe beispielsweise beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem NDR auch erstmal einzustellen, zumindest mit einem Redakteur. Ja, also das bringt nichts. Da wird wirklich versucht, uns niederzuschreiben und wirklich, das ist keine objektive Berichterstattung. Das muss ich einfach feststellen und von daher hat sich da auch die Zusammenarbeit erledigt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mal begrüßt hatte auf einem Parteitag, das hatte ich glaube ich gesagt, und auch gegrüßt die Nutznießer des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages. Nicht? Es ist ja klar bei der AfD, wir stehen ja eher dafür, dass wir den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag kündigen würden und vielleicht den NDR zerschlagen, aber gut, so kräftig sind wir vielleicht dann doch noch nicht. Das gelingt uns dann vielleicht im zweiten Anlauf in 5 Jahren. Zum Thema Türkei. Sie wissen das auch vielleicht, die Türkei bekommt Heranführungshilfen an die EU. Immer noch, ja, obwohl das eigentlich, da gibt es nichts mehr, was man an die EU heranführen könnte. Das ist mittlerweile jedem klar. Und das muss man vielleicht auch mal ganz klar so sagen, dass es so ist. Aber es sind bis zum Jahr 2020 wurden der Türkei 4,45 Milliarden Euro versprochen.
eine Menge Steuergeld. Nicht nur deutsches, europäisches Geld, als Förderung der Demokratie in dem Land. Ich weiß nicht, was man da noch fördern möchte und was man da noch an die EU heranführen kann. Für mich heißt das ganz klar, die Beitrittsgespräche mit der Türkei, die sind zu beenden. Die sind zu beenden, also abzubrechen und nicht nur auf Eis zu legen. Spart auch wieder jede Menge Geld. Und dann haben Sie es in der Presse vielleicht gelesen, Schleswig-Holstein nimmt ja auch an Abschiebungen überhaupt eigentlich gar nicht teil. Wir haben Abschiebestopp nach Afghanistan, Winterabschiebestopp nennt sich das. Herr Stuth hat das im Januar nochmal bestätigt. Und wenn denn abgeschoben wird, dann eigentlich auch nicht so richtig. Also insgesamt über 200 Personen haben sich in Schleswig-Holstein im Jahr 2016 ihre Abschiebung entzogen, indem sie untergetaucht sind. Und wir wissen, das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache, weil wir gar nicht wissen, wer denn da so untertaucht. Ja, wir haben ja auch immer, ich will nicht sagen, dass das alle sind, da gibt es auch andere Gründe, dass man einfach nicht abgeschoben werden möchte. Und es gibt eben auch islamistische Gefährder, die gibt es unter uns und die Zahl ist gestiegen. Neulich habe ich in der Presse gelesen, wahrscheinlich schon 10.000. Und wie viele davon in Schleswig-Holstein wohnen oder untergetaucht sind, wissen wir nicht. Das wäre zum Beispiel auch was, wenn wir im Landtag sitzen, könnten wir da schon mal eine kleine Anfrage zu machen und mal fragen, wie viele Personen denn von diesen 200, die untergetaucht sind, als Gefährder eingestuft waren. Wir wissen alle, der Attentäter von Berlin hat im Prinzip das Staatsversagen wirklich uns vor Augen geführt, Anis Amri. Die Geschichte ist auch noch nicht durch, das wird auch in Nordrhein-Westfalen sicherlich noch diskutiert werden, aber Katastrophe. Er sollte eigentlich abgeschoben werden, ist es nicht, konnte sich frei bewegen, musste nicht mal in Nordrhein-Westfalen sein, war dann hier, war da, konnte den Attentat verüben. Ich hatte bereits am 26. Dezember 2016 dazu gesagt, ich möchte, dass ausreisepflichtige islamistische Gefährder, von denen wir das wissen oder annehmen, dass die in Abschiebehaft kommen und bis zu ihrer endgültigen Abschiebung auch dort bleiben. Diese Forderung wurde dann am 27. Dezember in der Presse veröffentlicht, Welt. Ich hatte das also nur auf Facebook gepostet, das wurde massig geteilt und dann ist die Presse, dann war das auch in der Welt. Und siehe da, Herr Stegner hat diese Äußerung übernommen, mit eigenen Worten, aber im Prinzip genau das Gleiche. Wir dürfen Gefährdern keine Möglichkeiten, keine Chance lassen zum Untertauchen. Stand dann genau einen Tag später von Herrn Stegner in der Zeitung. Und wir müssen sie auch abschieben, wir müssen ihn in Abschiebehaft nehmen. Ja, Herr Stegner, dann frage ich Sie, wenn Sie jemanden in Abschiebehaft nehmen wollen, dann brauchen Sie eine Abschiebehaftanstalt in Schleswig-Holstein. Die gibt es nämlich nicht mehr. Zum 1. November 2014 wurde die Abschiebehaftanstalt in Rendsburg, und das war die einzige in Schleswig-Holstein, die wurde geschlossen von der jetzigen Landesregierung. Wenn er denn welche in Abschiebehaft nehmen will, wo will er sie denn hinschicken? Nach Hamburg oder Magdeburg? Ich glaube, da gibt es irgendwie so ein auf Neudeutsch Agreement, eine Vereinbarung, dass Sie da mal drei abnehmen, wenn Sie denn überhaupt auf die Idee kommen abzuschieben. Dieser Landesregierung fehlt es eindeutig am Willen, geltendes Gesetz überhaupt umzusetzen, meine Damen und Herren. Die wollen das gar nicht. Und trotzdem werden diese Forderungen dann von uns übernommen. Und der Wähler, der das hört, denkt, oh, jetzt greift die Regierung ja richtig durch. Aber das sind reine Lippenbekenntnisse, genau auch wie wir das bei der Hollandwahl erlebt haben in den Niederlanden mit Herrn Rutte. Der hat dann auch gesagt, ein bisschen gegen Erdogan geschossen. Das war alles, das sind reine Wahlkampfphrasen. Und das ist die pure Angst der etablierten Parteien, dass wir auch hier im Norden zweistellig werden könnten. Ja, das ist die pure Angst, die dahinter steckt. Und man möchte uns klein halten. Der große Wunsch wäre, uns aus den Parlamenten fernzuhalten. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Weder hier in Kiel, noch in Düsseldorf, noch in Berlin. Wir werden in alle Landtage einziehen und auch in den Bundestag. Und dann werden die sich einiges anhören müssen. Und ich glaube, Frau Petek hat es ja auch schon gesagt, wir werden als erstes so einen Untersuchungsausschuss fordern über Merkels Flüchtlingspolitik. Denn das war völlig unrechtmäßig. Wir haben das Vergnügen leider nicht gehabt. Ich war mit Beatrix von Storch in Westerholz, in der Wagenburg, in dem kleinen Ort. So viele Uniformierte habe ich nicht gesehen. Also wir wurden wirklich von Polizeiautos umstellt, Stoßstange an Stoßstange, 300er. Und unser stellvertretender Ministerpräsident, Herr Habeck von den Grünen, und auch Britta Ernst war, soll vor Ort gewesen sein. Die waren sich also nicht so fein, zusammen mit linksautonomen Vermummten dort zu demonstrieren. Da war die SPD-Flagge neben der Antifa-Flagge. Ja, und die Polizei hatte alle Mühe, überhaupt da einen Weg freizuhalten. Die Leute, die als Gäste zu uns kommen wollten, die wurden bespuckt. Ja, und wir hatten das in Augsburg, da wurde einem AfD-Mitglied und Direktkandidaten ein Pflasterstein in den Rücken geworfen. Wir werden also hier massiv im Wahlkampf behindert. Und wir haben wirklich... Ich sehe da die Demokratie in großer Gefahr.
Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich engagiere. Ich möchte nämlich, dass meine Kinder in Deutschland auch noch eine Zukunft haben, in dem Land, was man dann auch noch Deutschland nennen kann. Ja? Und zwar in Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Und alles drei ist in Gefahr. Die Freiheit ist in Gefahr. Wir haben eine schleichende Islamisierung, immer mehr Moscheen, auch in Schleswig-Holstein. Wir lassen es zu, dass radikale Prediger hier predigen. Auch dazu haben wir was in unserem Programm. Wir wollen nicht die Religionsfreiheit aushebeln, aber wir müssen doch hingucken, was dort gepredigt wird. Und neulich war es auch in der Presse, konnte man lesen auf Fokus. Also da war jemand, der war in den Moscheen, hat sich das angehört und der war entsetzt. Also es wurde richtig gegen die Integration dort gepredigt. Und deswegen fordern wir, dass wir also eine Fremdfinanzierung von Moscheen unterbinden. Wir wollen keine ausländische Finanzierung durch Moscheen in Schleswig-Holstein, einschließlich der Nebenkosten, sodass das... Und wir wollen, dass die Imame, die dort predigen, in Deutsch predigen und an deutschen Universitäten ausgebildet werden. Und für Gefährder gilt für mich eine Nulltoleranz. Jedenfalls für mich. Ich möchte sagen, es muss eigentlich klar sein, spätestens dann, wenn Polizei oder Geheimdienste darüber nachdenken, einen Gefährder ausgemacht zu haben und diesen nun jetzt rund um die Uhr bewachen zu wollen. Dafür brauchen sie 24 Beamte. Inklusive Urlaub und Ablösezeiten, um so einen Gefährder zu überwachen. Das sind also enorme Summen. Und die allermeisten haben nicht unbedingt einen deutschen Pass. Da bin ich dafür, der verliert seinen Aufenthaltsstatus. Der wird abgeschoben, der wird in Abschiebehaft genommen und der bleibt in Abschiebehaft, bis er die Maschine erreicht. Dass das scheint zu gehen. Also ich glaube, gestern oder vorgestern ist es in Hamburg passiert. Dort war ein türkischer Gefährder, der wohl Polizei bekannt war. Da ist das MEK in seine Wohnung, hat ihn rausgeholt, hat ihn gleich zum Flughafen gebracht, in die Maschine gesetzt und auf Wiedersehen zurück in die Türkei. Mit der nächsten ist er wahrscheinlich zurückgekommen, das kann sein. So möchte ich, dass das auch mit Gefährdern passiert. Denn es ist unser Land, wir machen die Regeln und wir brauchen Politiker, die mutig genug sind, das auch zu sagen und diese Regeln aufzustellen. Ja? 1977 konnten Sie lesen, Helmut Schmidt hat gesagt, wir besiegen den Terrorismus. Damals Deutscher Herbst, RAF. Damals hieß es noch, wir besiegen den Terrorismus. Wie heißt es heute? Was sagt Martin Schulz? Terrorismus gehört zum Lebensrisiko des 21. Jahrhunderts. Ich möchte das nicht. Das ist unser Land, wir machen die Regeln. Wir können jedem sagen, wir gewähren dir Asyl auf Zeit, wir gewähren dir Schutz. Das sind unsere Regeln. Halt dich dran oder verlasse unser Land. Und wenn wir feststellen, wenn wir der Ansicht sind, dass jemand eine staatsgefährdende Straftat plant oder andenkt, dann gehört er weggesperrt. Dann muss ich nicht warten, bis er sie ausgeführt hat, sondern dann müssen wir proaktiv tätig werden. Jetzt fragen Sie mich vielleicht, ja okay, das gilt für die, die keinen deutschen oder europäischen Pass haben. Das ist richtig, wir können natürlich niemanden mit deutschem Pass, es sind ja viele, haben sich hier mittlerweile radikalisiert, in den Moscheen hier oder über das Internet. Sei es mit europäischem Pass, also auch in Brüssel die Attentäter, das waren ja welche, die hier sich radikalisiert haben, in der zweiten oder dritten Generation. Wie gehen wir damit um? Und da ist es eben dieser Weg, den ich eben aufgezeigt habe, wir müssen ran, wir müssen in die Moscheen, wir müssen sagen, die Imame brauchen eine Zulassung vom Kultusministerium, die Imame haben in deutscher Sprache zu predigen und wir müssen gucken, dass eben kein Hass gepredigt wird. Wenn Hass gepredigt wird, sind diese Moscheen zu schließen. Ja? Ich möchte... Schon Religionsfreiheit, aber was ist Religion? Religion ist etwas Privates, was im Kopf stattfindet. Aber diesen radikalen Islam, den müssen wir verhindern und eindämmen. Und ja. Jetzt habe ich eigentlich schon viel geredet und ich hoffe, ich habe Ihnen nicht alles schon weggenommen. Ihr wisst doch so. Schade, jetzt ist. Denn sonst würde ich jetzt gerne abgeben. Okay. Also, das ist. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Freunde, lieber Herr Buhl, liebe Frau Buhl, vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier endlich im echten Norden zu sein. Ja. Und
Sie haben das schon mitbekommen, Ihr Landeschef und Ihr Spitzenkandidat, das ist wirklich ein Spitzenkandidat. Der wusste vorher gar nicht, dass er heute reden soll. Da haben wir uns noch kurz vorher unterhalten und haben gesagt, komm, jetzt doch, mach doch mal 10 Minuten eine kurze Begrüßungsrede. Und jetzt hat er mir alle Themen abgefrühstückt, die ich heute mit Ihnen diskutieren wollte. Aber wir haben ja einen Bürgerdialog, deswegen ich mache vielleicht ein kurzes Referat nur zur Intro und dann können wir auch mal wirklich miteinander diskutieren. Dann haben wir auch eine gute Diskussion. Ja? Ich habe mir ein paar Stichworte notiert zu dem, was Sie gesagt haben und werde auch gerne darauf eingehen. Vorher wollte ich mich kurz vorstellen, denn ich habe auch gemerkt, viele kennen mich aus dem Internet, vom Facebook oder vom YouTube, die kennen meine Reden, aber wissen gar nicht, was mein Hintergrund ist. Also, mein Name ist Peter Bistron, bin 44 Jahre alt, bin verheiratet seit gefühlt 20 Jahren mit der gleichen Frau und wir haben zwei gemeinsame reizende Kinder, die mittlerweile, der Sohn ist 8, die Tochter ist 10 und die waren früher sehr große Fans der AfD und als ich immer wieder so im Büro da die Aufnahmen von unseren Demonstrationen noch angeschaut hat und so, dann ist der Sohn irgendwann durch die Wohnung gelaufen und hat geschrien, Merkel muss weg, Merkel muss weg. Mittlerweile, wo ich so oft unterwegs bin, dann sagt er, ach, die AfD ist scheiße, weil Papa nie zu Hause ist. Ja? Aber ich denke, das wird sich legen. Vielleicht kann man das irgendwie verbinden, dass wenn die Merkel weg ist, dass der Papa dann wieder ein bisschen öfters zu Hause auch sein kann. Ich bin in der Tschechoslowakei geboren, bin erst mit 16 nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern. Ich bin ein echter politischer Flüchtling, also ein echter Asylant. Also ich bin von den 2%, die auch anerkannt wurden, wenn man Asyl bekommen. Und habe hier versucht, mich sofort zu integrieren. Ich habe am Anfang auf dem Bau gearbeitet, solange ich noch gar nicht zur Schule gehen konnte. Und dann habe ich ein Gymnasium gemacht. In München habe ich Politologie studiert und habe gleich mit 20 mit einem Freund von der Schule auch gemeinsam eine Firma gegründet. Und die Firma ist auch gut gelaufen. Ich konnte die auch nach 10 Jahren an eine größere Aktiengesellschaft verkaufen. Also in diesem Sinne bin ich für alle Linken natürlich ein Beispiel an Misslungen in der Integration. Ja? Weil ich die Frechheit besaß, die ganzen Sozialleistungen, die man mir hier angeboten hatte, gar nicht in Anspruch nehmen zu wollen. Ja? Und nie an den Sozialtöpfen dran gehangen bin, sondern immer versucht habe, auf meinen eigenen Beinen zu stehen, ein eigenes Geld zu verdienen und irgendwann auch Steuern zu zahlen, um diesen Staat zu fördern, der mich hier aufgenommen hat. Und auch an meiner Person sehen Sie, was für ein absurdes Argument das ist, wenn man uns als AfD unterstellt, wir wären fremdenfeindlich. Ja? Sie wissen das ja selbst, bei einer geheimen Wahl würde eine fremdenfeindliche Partei sich nie einen Asylanten zum Vorsitzenden wählen. Ja? Das leuchtet ja ein. Und ich habe deswegen oft darüber nachgedacht, warum kommt denn dieser Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit? Wissen Sie, und das ist eigentlich das Perfide daran, dass die Linke, und Jürgen Meuthen hat das bei einem Parteitag gesagt, wir leben in einem links-grün versifften Land. Und das war jetzt Applaus für Meuthen. Ja, aber das ist tatsächlich so. Und alles, die Alt-68er, die haben das leider, die haben das wirklich sehr gut geschafft, das, was sie 68 angekündigt haben, diesen Marsch durch die Institutionen, den haben sie vollbracht. Die sitzen jetzt leider überall, in den Ministerien, in den Parlamenten, in den Medien. Und die Schlimmsten, die Grünen, die aus den militanten K-Gruppen in Frankfurt entstanden sind, die RAF-Terroristen in ihren Reihen haben bis heute, die haben das Denken in diesem Land bestimmt, über 30, 40 Jahre lang. Und das, was wir heute erleben, das sind eben die Ergebnisse dieser Politik. Und
Nochmal, wenn dann eine Partei am Horizont auftaucht, so wie unsere, und ich meine, schauen Sie sich an, wer hier sitzt. Das ist die bürgerliche Mitte Deutschlands. Das sind Leute wie Ihr Spitzenkandidat, wie ich, wie hier, wie wir alle. Die haben Familien, die ganz normal arbeiten. Vorher hat das jemand gesagt, ja, die morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Ja. Und die werden diffamiert als Ausländerfeinde. Ja. Warum? Sehen Sie, wenn wir uns, das kam jetzt natürlich mit dem Thema Zuwanderung, weil wir die einzige Partei sind, die diesen Wahnsinn, der Massenzuwanderung kritisiert. Und ich habe mir überlegt, ja, warum schießen die so scharf auf uns? Ja? Keiner von uns kritisiert die Flüchtlinge. Wir wissen ja, die machen das, was jeder tut, das ist ökonomisches Handeln. Wenn ich irgendwo einen Anreiz bekomme, ja, da wäre ich ja blöd, das nicht anzunehmen. Das, was wir kritisieren, ist unsere Regierung dafür, dass sie diese Anreize gibt. Ja? Und Sie wissen das ja selbst, wenn jemand vor Krieg flüchtet und um sein Leben fürchtet, und ich spreche aus Erfahrung, ich bin auch geflüchtet, wenn jemand flüchtet, und das ist ein Syrer, dann ist er bereits in der Türkei in Sicherheit. Da muss er nicht nochmal 3500 Kilometer weiter marschieren durch 7 unterschiedliche Länder, 2 davon, da machen wir Urlaub. Das macht er nicht mehr, weil er um sein Leben fürchtet. Das macht er, weil er nach Deutschland will. Weil unsere Regierung ihm die höchsten Sozialleistungen anbietet. Und deswegen ist doch ganz einfach, die Forderung ist ganz einfach, die Sozialleistung auf europäisches Minimum kürzen. Dann hätten wir schon mal die große Welle, die wäre schon, die würde sich schon mal erledigen. Dann ist natürlich der zweite Punkt, und Sie haben das schon angesprochen, was macht man mit den Leuten, die hier sind? Ja, sicher nicht sagen, jeder kann noch 4 Familienangehörige dann hier im Zuge des Familiennachschubs reinholen. Genau das Gegenteil. Wir müssen die alle konsequent wieder abschieben, die hier illegal reingekommen sind. Das ist doch klar. Und das ist jetzt, wir hatten die Diskussion auch innerhalb der AfD, ein von mir sehr hochgeschätzter Kollege, der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Uwe Junge, der war ja als Bundeswehrsoldat in Afghanistan und hat sich dann irgendwann auch in der Presse geäußert und gesagt, ja, es gibt da Gebiete in Afghanistan, vielleicht sollte man in diese Gebiete nicht abschieben. Und Entschuldigung, da ist mir der Kragen geplatzt. Ja? Also, auf gar keinen Fall. Also, wir haben schon genug Parteien in Deutschland, die sich Gedanken darüber machen, wo man nicht abschieben darf. Ja? Das sind die SPD, die Grünen, die Linken, die CDU, die CSU, die FDP. Und wir sind die einzige Partei, die sagen muss, wir müssen abschieben. Erstmal alles abschieben, was illegal hierher gekommen ist. Das ist doch ganz klar. Das ist unsere Aufgabe. Aber nochmal zu der Frage, warum wir so diffamiert werden als ausländerfeindlich, obwohl wir das nicht sind. Und ich stelle immer fest, dass das, was wir kritisieren, oder andersrum nochmal, wissen Sie, was ein Flüchtling kostet, ein Jahr lang Betreuung eines Migranten hier in Deutschland? Sie nicken mit dem Kopf? 6.000 Euro mindestens. Naja, das war jetzt Monat. Zahl aus Hamburg, hamburgische Bürgerschaft, hat das mal errechnet, 35.000 Euro im Jahr. Und das ist jetzt die niedrigste Rate. Wenn er behauptet, er ist noch nicht 18, dann kommt er wieder in eine andere Art von Betreuung, dann kostet es bis zu 85.000 Euro im Jahr. Ja? So, naja gut, aber jetzt bleiben wir bei diesen 35.000 Euro. Von den 35.000 Euro bekommt der Migrant, das ist verschwindend gering, was er bekommt. Wer das Geld kassiert, das ist die Asylindustrie. Das sind die Firmen, die die Unterkünfte bauen oder zur Verfügung stellen. Das sind die Firmen, die das Essen liefern. Das sind die Firmen, die die Bekleidung liefern. Und da sind wir schon dabei. Wer ist das denn? Die Arbeiterwohlfahrt, die an der SPD dranhängt. Die katholische Caritas, die an der CDU dranhängt.
Und. Wissen Sie, wer ist der größte private Arbeitgeber in Deutschland? Die katholische Caritas. Wissen Sie, wer der größte Immobilienbesitzer in Deutschland ist? Die katholische Kirche. So, und jetzt erzählen die uns irgendwas von Barmherzigkeit. Wenn die wirklich Barmherzigkeit walten lassen wollen, dann sollen sie ihre Immobilien umsonst anbieten. Aber nicht die ortsübliche Miete kassieren. Und liebe Freunde, das ist gar nicht so lange her. Ich habe es immer nicht verstanden. Wie kann es sein, dass die gleichen Politiker, aber wirklich die gleichen Politiker, die Ihnen, die mir, die uns allen noch vor wenigen Jahren erzählt haben, als es darum ging, dass wir die Renten erhöhen sollen. Ja? Da hat man monatelang im Parlament gestritten, ob jetzt 2,1 oder 2,4. Und das waren erbittertste Kämpfe. Ja? Und es hieß, wir haben kein Geld, wir müssen sparen, die schwarze Null muss stehen. Als es darum ging, das Kindergeld zu erhöhen, um 2 Euro pro Monat, die gleichen Politiker schon wieder, oh, wir müssen sparen, wir haben kein Geld, die schwarze Null muss stehen. Und letztes Jahr, plötzlich, die gleichen Politiker sagen, oh, 1,2 Millionen Menschen kommen zu uns, die können wir selbstverständlich alle betreuen, denn das Geld ist ja da. Das ist ein Zitat, das Geld ist ja da. Wir haben gut gewirtschaftet und wir sind ein reiches Land. Liebe Freunde, die gleichen Politiker haben das erzählt. Und die haben mir gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Ja, jetzt weiß ich aber warum. Wenn Sie die Steuergelder nehmen und die Renten erhöhen, wer bekommt das Geld? Da bekommen Sie das Geld, da bekommen die Rentner das Geld. Da hat die Asylindustrie nichts davon. Wenn Sie das Kindergeld erhöhen, dann kriegen die Eltern das Geld. Da haben Sie auch nichts davon. Aber wenn hier 1,2 Millionen Migranten reinkommen und sie die Steuergelder an ihre Freunde bei der Arbeiterwohlfahrt und bei der Caritas verteilen, da haben sie sehr, sehr wohl was davon. Und das ist die Erklärung, warum die so dafür sind. Und das ist auch die Erklärung, warum wir als AfD für dieses Establishment so gefährlich sind. Und warum die um keinen Preis zulassen wollen und für keinen Preis auch zulassen werden, dass ganz normale Menschen zu uns kommen, in die Veranstaltungen, dass sie uns kennenlernen, dass sie sich unsere Argumente anhören, dass sie um Gottes Willen vielleicht sogar unser Programm kennenlernen. Denn dann wäre es vorbei, dann wären wir sofort bei 20-25%. Und deswegen fahren die diese Taktik, und das ist die gesellschaftliche Ausgrenzung. Es wird mit uns, auf uns mit der Nazi-Keule draufgedroschen, und das ist altbewährt. Ja? Also dieses Muster ist altbewährt. In Deutschland funktioniert dieses Muster halt damit, dass man sagt, das sind alles Nazis, die muss man in die rechtsextreme Ecke schieben, und dann bekommen die Menschen einfach Angst überhaupt zu unseren Infoständen zu kommen, wenn sie das AfD-Logo sehen. Ja? Das heißt, dass sie erleben das, ich muss Ihnen das gar nicht mehr erzählen, aber Sie werden sehen, das wird bis zur Bundestagswahl noch viel, viel schlimmer. Es gibt eigentlich nur 3 Sachen, mit denen man eine Partei kaputt machen kann, und bei uns wird alles 3 probiert. Das eine ist, dass man uns als Extremisten darstellt, das passiert, auch mit gezielten Diffamierungen. Also man kann von Höckes Rede halten, was man will, aber ich will auf einen anderen Umstand hinweisen. Den hat die DPA, das müssen Sie sich überlegen, die DPA absichtlich falsch zitiert. Die mussten sich am nächsten Tag nochmal entschuldigen und so. Ja, das ist denen egal. Weil wenn sie das einmal in die Welt setzen, irgendwas mit Holocaust, dann geht das wie ein Lauffeuer. Von der DPA übernehmen das die ganzen Lokalzeitungen, dann ist das schon überall, das läuft durchs Fernsehen. Wenn dann nach 2 Tagen dann irgendwie noch eine Berichtigung kommt, das liest kein Mensch. Ja? Die Affäre Boateng von Gauland, nach dem gleichen Muster, wirklich. Und Sie kennen das schon, ja, und mit Petri, Schießbefehl, genauso, alle 3 Sachen nach dem gleichen Muster. Irgendwas wird am Wochenende in die Medien reingeschossen,
dann haben Sie das in den Samstag-Sonntagszeitungen, dann ist das am Sonntag bei der höchsten Einschaltquote in den Abendnachrichten, dann haben das 15 Millionen Menschen gesehen, wenn Sie am Montag eine Gegendarstellung an die Wand tapezieren, ist wurscht, das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Das kriegen Sie aus den Köpfen nie wieder raus. Ja? Und wenn Sie überlegen, wie pervers das war, auch mit dem Boateng, dann überlegen Sie, wofür wir einstehen. Wir stehen für Integration ein. Wir wollen ja Leute, so wie Lukas Podolski, die zu uns kommen, die hier leben, die sich den Arsch aufreißen, die für das Land was machen, die es repräsentieren. Ja, klar. Das heißt, die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, das wäre eigentlich ein Abbild der Gesellschaft, wie sich die AfD sie wünscht. Aber das lässt man nicht zu. Da haut man absichtlich ein Keil zwischen uns und die Nationalmannschaft. Und Sie sehen die Fortsetzung dieser Kampagne. Jetzt nutzt man prominente Fußballspieler nicht, Lahm und. Da werden noch einige kommen aus dem Kulturbetrieb, welche Schauspieler und. Die werden dann sagen, oh, AfD und ganz schlimm und denen kann man gar nicht die Hand reichen. Also das ist diese gesellschaftliche Ausgrenzung. Ja. Und das Zweite ist, man versucht, die Partei versucht als totale Spinner darzustellen. Und das passiert auch. Und das Dritte, und das ist auch sehr schlimm, weil das auf die wirklichen Fans von uns abzielt, das ist, wenn man uns als zerstrittenen Haufen darstellt. Ja? Weil das ist ja auch empirisch belegt. Man weiß, die Menschen wollen keine Partei wählen, die sich streitet. Ja? Und man versucht bei uns alle drei Sachen gleichzeitig. Ja? Und so nimmt den Höcke und sagt, Herr Bistron, was sagen Sie zu der Holocaust-Äußerung von Höcke? Und wenn ich sage, ja, ich finde es scheiße, Streit in der AfD, ja? Bistron kritisiert Höcke oder Bistron distanziert sich von Höcke. Verstehen Sie? Und dann haben Sie sofort Zerstrittenheit in der Partei. Also ganz raffiniert, das müssen wir durchstehen. Ja? Sie müssen das durchstehen, gemeinsam mit allen unseren Freunden. Wir müssen auf die Straße, wir müssen zu den Bürgern. Zeigen Sie sich so, wie Sie sind. Denn Sie sind unser größtes Potenzial, was wir haben. Unsere Ehrlichkeit, unsere Bürgerlichkeit, unsere Lebensläufe. Schauen Sie, hier haben Sie einen echten Kapitän. Ja? Ich bin ein Unternehmer. Wir haben alles Leute, vor 4 Jahren gab es diese Partei noch gar nicht. Das heißt, jeder von uns hat einen bürgerlichen Beruf. Wir stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Wir haben was aufgebaut, wir haben was geschaffen. Und erst vor 4 Jahren, als uns der Kragen geplatzt ist, weil wir das nicht mehr ertragen konnten, was die da oben mit uns machen, haben wir gesagt, so, jetzt gehe ich in die Partei. Die Hälfte unserer Mitglieder war vorher in keiner Partei tätig. In keiner Partei. Ja? Das muss man sehen. Das sind Menschen, die endlich was fürs Land tun wollen. Kann man schlecht selbst beklatschen. Ich wollte Ihnen noch was vorlesen, weil Sie gesagt haben mit den Schulen, mit der Islamisierung, das Problem, was Sie haben, das haben wir tatsächlich in Bayern, glaube ich nicht. Zumindest habe ich davon noch nichts gehört. Aber denken Sie nicht, dass in Bayern, nur weil es Bayern ist, alles in Ordnung ist. Ich lese Ihnen mal vor, was meine 10-jährige Tochter in der Religionsklausur als Frage bekommen hat. Das glauben Sie nicht. Also, bayerische Schule, katholische Religion, und ich will jetzt nicht darüber diskutieren, dass die das Thema Islam jetzt haben, ja, in katholischer Religion. Aber bitte, okay, dann lernen wir etwas über den Islam, wann man betet und ob man Schweinefleisch ist oder nicht und so. Ist in Ordnung, kann man lernen. Aber dann in der Klausur folgende Frage, 5. Frage, letzte Frage. Stell dir folgendes Problem vor. Also alleine wie das anfängt, stell dir ein, als wenn das ein Problem wäre. Aber eine 4. Klasse plant eine Woche Schullandheim. Alle Kinder freuen sich, nur Karim sagt, dass er wahrscheinlich nicht mitfährt. Er ist gläubiger Muslim und kann bei so einer Feier, bei so einer Fahrt seine Gebetszeiten und seine Essensvorschriften nicht einhalten. Was meinst du? Wie könnte es gelingen, dass Karim doch mitfährt?
Ihre Vorschläge. Ja, ich hätte auch Vorschläge. Freunde, wir haben einen säkularen Staat. Säkulares Schulwesen, an dem die Religion, also die einzig richtige Antwort wäre, in einer säkularen Schule interessiert es mich überhaupt nicht, ob einer Hindu ist und kein Rindfleisch essen will oder Moslem und kein Schweinefleisch essen will oder sonst noch was. Wir haben Schulleitung, da fährt er einfach mit. Und da sind wir wieder am Anfang. Da sind wir wieder dabei. Sie sehen ja, wie diese linksgrün versiffte Ideologie schon alles infiltriert hat. Selbst das Schulwesen im vermeintlich katholischen Bayern. Ja? Und wir sind da überhaupt nicht davor gefeilt, auch mit der Gender-Ideologie und den ganzen Schwachsinn, die Linken sich da ausgedacht haben in den letzten 30 Jahren, mit all diesen Sachen werden wir konfrontiert. Ja, zur Türkei, mein Lieblingsthema, was Sie das auch angeschnitten haben. Sie, die mich kennen, Sie wissen ja, ich trete seit Anbeginn der AfD dafür ein, dass die Türkei nicht zur EU gehört. Ja? Also mein Motto ist, Europa endet am Bosporus. Und das sage ich auch seit 4 Jahren. Ich habe, bevor ich Landesvorsitzender in Bayern wurde, habe ich den Landesfachausschuss für Außen- und Europapolitik geleitet. Ich habe da auch aus dem Bestreben heraus zu zeigen, was für Menschen wir sind, auf welchem Niveau wir diskutieren. Ich habe eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die konsularischen Gespräche. Dann habe immer den Generalkonsul des jeweiligen Landes eingeladen. Da durfte dann mal einen Vortrag halten und dann gab es eine harte, offene Diskussion. Und dann war der amerikanische Generalkonsul, der russische, der chinesische. Dann habe ich auch den türkischen eingeladen. Und der hat einen Trick gemacht. Der hat gesagt, ja, ich mache das, aber vorher lädt sie den Botschafter ein nach Berlin, der will vorher ein Gespräch machen und dann machen wir die Veranstaltung. Und ich so, okay, dann fahre ich nach Berlin, das kann man mit dem Botschafter reden. So, Herr Pazerski ist da mitgekommen und noch ein Kollege. Und dann waren wir bei ihm. Und da hat er uns plötzlich erzählt, genau diese Sachen. Ja, und man muss doch die Türkei in die EU aufnehmen und das fördert die Demokratie und sowas. Und da habe ich ihm klipp und klar auch ins Gesicht gesagt, nein, wir als AfD treten dafür ein, dass Sie hier nicht reinkommen. Ende. Und das muss man auch haben, man muss mit klarer Kante das den Leuten sagen. So ein Schmusekurs, der bringt überhaupt nichts. Wir sehen ja jetzt. Ja, da wedelt jetzt der Schwanz mit dem Hund. Wir sehen das, was die Türken mit uns machen. Ja? Und ich habe heute Morgen noch, bevor ich hier hochgeflogen bin, habe ich ein Interview fürs russische Fernsehen gegeben, genau zu diesem Thema. Und die haben mich auch gefragt, ja, wie können Sie das überhaupt zulassen? Oder was sagen die deutschen Politiker dazu, dass hier türkische Politiker in Deutschland einfach Wahlkampf betreiben? Ja? Warum wehrt sich keiner dagegen? Dann sage ich, ja, das ist ja noch viel schlimmer. Die lassen sich das sogar gefallen, dass die Türken uns verbieten, unsere eigenen Soldaten auf einer NATO-Basis in der Türkei zu besuchen. Unsere eigenen Parlamentarier. Waschlappen sind das. Solche Waschlappen, wie können die überhaupt im Parlament sitzen? Das ist unglaublich. Ja. Ja, selbstverständlich. Die Türken lachen uns aus. Genau so ist das. Die denken auch, wir seien Waschlappen. Und zu Recht. Also über die Bundestagsabgeordneten denken sie das zu Recht. Das kann sich doch ein souveränes Land überhaupt nicht gefallen lassen. Ja, eben. Das haben wir gar nicht nötig. Und deswegen sage ich nochmal, und ich kann es nur wiederholen, das ist eine perfekte Forderung. Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die sind nicht irgendwie auf Eis zu legen oder sowas. Die sind einfach bedingungslos einzustellen. Ende, Schluss damit. Aber gibt es denn überhaupt noch? Bitte? Gibt es Deutschland noch? Deutschland?
Natürlich gibt es Deutschland. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, sie kommt doch nicht von den Reichsbürgern, oder? Bitte? Wir haben ja nicht mal einen Friedensvertrag. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ich habe das auch dem amerikanischen Generalkonsul, der wurde das auch gefragt bei unserer Veranstaltung. Und, Sie wissen ja, die 4 plus 2 Verträge gelten ja auch als Bedingung des Zweiten Weltkriegs. Also, aber ich meine, die Sarazin vor 5 Jahren, es hat sich alles abgeschafft, oder? Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also tatsächlich, Sarazin hat in diesem Punkt recht, Deutschland schafft sich ab. Nein, ich wäre da noch nicht so skeptisch wie Sie. Schauen Sie, wir sind alle hier. Ja? Viele Millionen Bürger haben noch die Hoffnung, dass wir diese Wende noch herbeiführen können. Ja? Wir kämpfen dafür nach Feierabend, jeden Tag nach unserer Arbeit. Wir geben alles. Und Sie sehen, es sind immer mehr. Wir sind mittlerweile in 11 Landesparlamenten. Ich bin sicher, das, was Sie hier gesagt haben, boah, dass der Stegner sich da Hoffnung macht, dass vielleicht man irgendwie die AfD unter die 5%-Hürde drücken könnte, das glaube ich nicht. Sie stehen bei Ihren stabilen 7%, die Sie sich mit Ihrer harten Arbeit erarbeitet haben. Das ist ja nichts, wo Sie irgendwelche Ausschläge gehabt hätten nach Mecklenburg-Vorpommern-Wahl oder sowas, sondern Sie sind schön gestiegen und Sie sind jetzt stabil bei den 7%. Und ich sehe, dass Sie hier auch noch weitermachen. Also ich bin schon sehr zuversichtlich, dass Sie Ihr zweistelliges Ergebnis einfahren bei der Wahl. Ja, das dann haben wir jetzt die Diskussionsrunde eröffnet. Oder Julian, willst du noch was sagen? Diskussionsrunde, ne? Machen wir nachher noch mal separat dann. Gut. Das ist gesteuert, das sonst. Ja, nun schließe ich nochmal vielleicht mit dem letzten Thema und dann bekommt Ihr Direktkandidat hier im Kreis Pinneberg das Wort, Julian Flack, auch Mitglied des Bundesvorstands. Ja, den werde ich gleich dann auf die Bühne bitten zu mir. Wir wollen so einen Bierkasten, oder? Die Stimme erhöhen. Wir machen das, ja. Wir schaffen das, genau. Jörg Nobis, Sie haben das nochmal angesprochen, diesen Themenkomplex Demokratie, Freiheit, Wohlstand. Sie haben das in einer anderen Reihenfolge gemacht. Aber das ist schon der Schlüssel auch für mich. Wissen Sie, wenn wir diskutieren über unterschiedliche Themen und wir kriegen auch sehr, sehr viel Gegenwind, aber im Grunde geht es immer darum, dass wir als AfD eigentlich nur zur Normalität zurück wollen. Ja, zur Normalität, das ist nichts anderes. Denn ich kann das an vielen Beispielen erklären. Ja? Wenn Sie zum Beispiel überlegen, was ist mit unserer Bundeswehr? Ja? Bundeswehr kaputt gespart, Truppenstärke abgebaut und das ist gar keine 4 Wochen her, da gab es dann ein Seminar für Führungskräfte der Bundeswehr. Nicht? Da wurden auch Parlamentarier eingeladen und die Führungsspitze unserer Verteidigungsarmee, ja, sollte da geschult werden übers Wochenende. Und ich habe gedacht, wow, da ist bestimmt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da auch hat die Ministerin eingeladen dazu. Und das Thema war dann Umgang mit sexuellen Minderheiten in der Bundeswehr. Verstehen Sie, wenn sich unsere Armee vorrangig mit solchen Themen beschäftigt, ja, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass am nächsten Tag eine Karikatur, ein Witz in der Zeitung steht, wo so ein Gefreiter mit so einem Eimer Farbe und mit einem Pinsel in der Hand vor so einem rosa angemalten Panzer steht, ja, und sein Offizier sagt: Super, Schulze! Wenn das der Russe sieht, der haut ab, weil der hat Angst vor Schwulen. Ja? Das ist der Zustand unserer Bundeswehr. Wenn Sie überlegen, was ist der Zustand unserer Sicherheitskräfte, unserer Polizei? Und nochmal, Sie haben das schon angesprochen, es gab schon Zeiten, in denen unser Land vom Terrorismus angegriffen wurde. Und der damalige Kanzler, und es war ein SPDler,
Helmut Schmidt, der hat gesagt, wir lassen uns das nicht gefallen und wir bekämpfen den Terrorismus. Und jeder, der den Terrorismus verharmlost, der stellt sich außerhalb der Gesellschaft. Ja, da kann man ruhig klatschen, weil der da klatsche ich mit. Und was macht die jetzige Regierung? Das Wort unsere kommt mir gar nicht mehr über die Lippen. Ja, was machen die da? Die machen genau das, wovon Schmidt gesagt hat, dass man sich dadurch außerhalb der Gesellschaft stellt. Die verharmlosen das nämlich. Da kämpft keiner mehr. Die sagen, ja, damit müssen wir jetzt leben und der Terror gehört jetzt einfach dazu. Und es kommt ja noch viel schlimmer. Ich habe da mal die Zeitung aufgeschlagen und da war große Überschrift, Sicherheitskräfte bekämpfen jetzt Extremismus und Hausdurchsuchungen in 7 Bundesländern und große Razzien. Und ich habe mir gedacht, wow, super, endlich bekämpft man die Islamisten, nicht? Nein, genau. Sie lachen schon, weil sie das wissen. Und dann stand da, ja, irgendwelche Reichsbürger, das ist jetzt die größte Bedrohung für die Bundesrepublik. Wissen Sie, da muss man in 7 Bundesländern Hausdurchsuchungen machen und da zeigt man, unsere Sicherheitsorgane sind wachsam. Heiko Maas war wieder voll stolz auf diese... Ja, Sie können noch lachen, also ich bewundere Sie halt. Ich bin der Meinung, dass die größte Bedrohung unserer Sicherheit, die größte Bedrohung unserer Zeit, der islamische Terrorismus ist. Ja? Und da werden schon wieder, das sind nur Pseudo-Feinde, werden da konstruiert, damit man A, Aktivitäten vortäuschen kann und B, gleich schön en passant, auch der AfD einen mitgeben kann, weil man dann gleich Rechtsextremisten, Reichsbürger und AfD da auch irgendwie mit vermischt und genau. Und dann entstehen so Konnotationsachsen bei der Bevölkerung. Oh, da ist was ganz Schlimmes, was ganz Gefährliches. Ja? Und dritter Aspekt, und das haben Sie ja auch angesprochen, wir haben doch gar keine freien Medien mehr. Und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der die Aufgabe hätte, theoretisch uns objektiv zu informieren, der versagt auf der ganzen Linie. Ich habe gerade vorgestern habe ich zurückgeschrieben, eine Redakteurin vom Bayerischen Rundfunk wollte einfach unsere Mitgliederzahlen haben, exakte Mitgliederzahlen, und dann wollte sie auch noch mit ganz großem roten Ausrufezeichen, ganz eilig, ganz schnell. Habe ich hier zurückgeschrieben, liebe Frau, tut mir leid, aber so tendenziös Ihre Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und speziell von der BR Online Redaktion und BR 5 aktuell über uns berichten, solange Sie SPD-Politiker als Experten zu AfD sprechen lassen oder stadtbekannte Linksextremisten und solange Sie diese Leute nachweisliche Lügen über die AfD verbreiten lassen, unwidersprochen, die unserer Partei schaden, da sehe ich überhaupt keinen Grund, sie zu unterstützen bei ihrer Tätigkeit. Ja, so kriegen sie gar nichts. Also nochmal, ich fasse das zusammen. Wenn Sie wollen, dass unsere Medien ganz normal berichten und keine Fake News und keine Propaganda verbreiten. Wenn Sie wollen, dass unsere Polizei Verbrecher, wirkliche Verbrecher jagt. Wenn Sie wollen, dass unsere Bundeswehr unser Land verteidigt. Und wenn Sie wollen, dass unsere gemeinsam erarbeiteten Steuern unseren Kindern und unseren Rentnern zur Verfügung kommen. Kurzum, wenn Sie wollen, dass wir wieder in einem normalen Land leben, dann wählen Sie die AfD. Vielen Dank, Peter. Ja. So, jetzt bin ich auch verkabelt. Vielen Dank, Peter, für diese
Rede, diesen Vortrag hier und deinen Besuch bei uns im richtig erkannt echten Norden. Bitte nicht an die Dänen verpetzen, die sehen das ein wenig anders, aber wir nehmen das hier für uns momentan mal in Anspruch. Ganz wichtige Themen gerade schon gesagt und da sind noch so ein, zwei kleine Randbemerkungen, die mir eigentlich nur noch geblieben sind dazu. Und zwar aus auch traurigem aktuellem Anlass, wenn man sich jetzt anschaut in St. Petersburg bei dem Terroranschlag, der hier in den Medien wahlweise Explosion, Anfang auch gerne mal Detonation genannt wurde, wo überall anders schon klar war, es handelt sich hierbei um einen Terroranschlag. Da ist relativ schnell herausgekommen, wer dort der Täter ist. Und zwar ein russischer Staatsbürger, aber ein gebürtiger Kirgis aus Kirgisistan, der dort seit 7 Jahren in St. Petersburg und der Umgebung wohnte. Da kann man sagen, okay, was hat das hier mit uns zu tun? So wahnsinnig viele aus Kirgisistan kommen hier zu uns nicht her. Das ist richtig. Aber aus der Umgebung sehr wohl, dem weiteren Bereich. Und wenn Sie die lokalen Nachrichten noch mal aus anderen Bundesländern hin und wieder verfolgen, gerade zu Brandenburg, dann werden Sie sehen, dass es dort eine ganze Reihe von Tschetschenen gibt, die über die offene Grenze hierher kommen. Die Russen sind vergleichsweise froh, dass sie dort nicht bleiben. Die Polen sind vergleichsweise froh, dass sie da nicht bleiben. Und bei uns, da bleiben sie dann. Und dann mag es auch den einen oder anderen geben, der aus nachvollziehbaren ehrenwerten Motiven und woher kommt, dass er eine Familie besser ernähren will, ein besseres Leben für sich sucht. Aber unter diesen Personen sind unter Garantie Terroristen, die sind hier im Land. Das Gleiche hat Russland vor uns auch schon erlebt. Auch dort sind Terroristen in die Hauptstadt gegangen, es sind Terroristen nach St. Petersburg gegangen. Und die Saat dieser Terrorimmigration, die sehen wir dann in diesen Tagen. Das ist also nur als kleine Anmerkung am Rande noch zu sehen, dass man auch immer genau sagen kann und auch sagen muss, das betrifft uns. Es ist jetzt woanders passiert, es betrifft uns, es sind Muster, die hier stattfinden. Und diese Muster müssen wir als AfD helfen zu vermeiden, dass es hier in Zukunft zu entsprechenden Folgen führt. Das heißt, wir sind diejenigen, die darauf hinweisen müssen, dass die Grenzen geschlossen werden müssen, dass abgeschoben werden muss und dass wir hier eben nicht nur harmlose Flüchtlinge oder Migranten haben, sondern dass wir hier auch in Größenordnungen Terrorismus importieren. Das ist unsere Aufgabe. Und was Importieren angeht, da kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, nämlich dass ganz aktuell diese Woche eine Zahl uns mitgeteilt wurde, ganz offizielle Zahl, gut 275.000 Syrer, die hier im Land sind, haben jetzt ganz offiziell Anspruch auf Familiennachzug. Das sind also die, bevor die Regierung gesagt hat, es gibt keinen Nachzug mehr. Wir stoppen das erstmal, wir setzen das aus. Wenngleich auch dieses Aussetzen ist für 2 Jahre gewesen, das muss dann nachher verlängert werden, das muss eigentlich dauerhaft verlängert werden. Das ist eine Geschichte, die wir hoffentlich bei uns auch im Wahlprogramm für den Bundestag nachher mit so verankern werden. Was aber jetzt hier passieren wird, ist, dass bis zu 275.000 Syrer sagen können, wir holen unsere Familie nach. Und um das mal kurz ganz bisschen zu konkretisieren, was das für Deutschland heißt. Da schaut man sich mal an, wie sieht denn so eine Familie aus? Wer kann denn dort nachziehen aus Syrien? Und die durchschnittliche syrische Frau 2011 hatte 2,94 Kinder. Oder 2,96. Knapp 3 Kinder. Das heißt, 5 Köpfe, eine Familie. Wenn jetzt einer von denen hierher gekommen ist, den Weg geschafft hat bis nach Deutschland, rechtzeitig, um in den Familiennachzug reinzukommen, heißt das, dass 4 Personen nachziehen können. Einige sind vielleicht schon, einige wollen auch nicht, aber wir bewegen uns in einem Bereich von einer weiteren Million, die nachziehen können, ganz legal, ohne hier in diese unsichere Situation zu kommen, darf ich bleiben, darf ich reinkommen, wie ist gerade in dieser Woche mal die Rechtslage nach Frau Merkel. 1 Million weiterer Immigranten, die dann hier ebenfalls im
auf ein soziales Thema unterkommen werden. Und da kann man vielleicht auch gucken, jetzt, was machen denn die anderen Parteien? Es müsste ja eigentlich jedem offensichtlich werden, dass wenn 1 Million letztes Jahr gekommen sind, wenn vorletztes Jahr 1 Million gekommen sind, letztes Jahr auch eine mittlere sechsstellige Anzahl Flüchtlinge immer noch wieder ins Land gekommen ist, wenn jetzt auch 1 Million zusätzlich nachkommen soll, ganz legal, dass es irgendwann nicht mehr geht. Da sollte man meinen, dass die Parteien Realismus entwickeln. Da kann ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Diese Woche waren verschiedene Podiumsdiskussionen, die das Hamburger Abendblatt, die Regionalausgabe, veranstaltet hat. Daniel Buhl war in Elmshorn. Ich komme später dran. Der Wahlkreis Elbmarschen, der Bernhard Noack, ist erst nach den Osterferien dann dran. Michael Poschert war gestern dran. Michael Poschert in Quickborn war gestern dran. Ich war am Montag und dort saßen wir mit insgesamt 7 Parteivertretern, alle Direktkandidaten, die hier im Kreis Pinneberg antreten, von den Piraten, FDP, wie sie nicht alle so heißen, SPD, CDU waren auch da. Und dort ging es zuerst um eine kleine Vorstellungsrunde. In dieser Vorstellungsrunde sollte man kurz sagen, wer man ist und wofür man steht, warum man politisch engagiert ist. 2 Minuten kann man kurz bringen. Und dann durften zuallererst einmal, bevor es in die Themen reinging, die Besucher, die Zuschauer dort, etwa 100 Personen, Fragen stellen. Und die erste Frage war: Hier wird so viel für Flüchtlinge getan, die sind so viel engagiert in der Flüchtlingshilfe und da passieren so viele tolle Sachen. Ich bin überrascht, dass keiner von Ihnen das Wort Flüchtlinge in den Mund genommen hat in seiner Vorstellung. Da habe ich mich schon gefreut, weil ich hatte das Wort genannt, weil ich gesagt habe, es dürfen nicht mehr reinkommen. Aber ich war mal ganz interessiert zu gucken, was sagen denn alle. Und ich war der Letzte an der Reihe. Und alle anderen waren natürlich auch groß am Erzählen, wie wichtig das alles ist, wie toll das funktioniert hat, wie viel das zeigt, dass die Zivilgesellschaft auch bereit ist zu machen, ist sicherlich auch alles nicht ganz falsch. Keiner, inklusive der Dame von der CDU, hat ein Wort darüber verloren, dass aber irgendwo auch mal Schluss ist. Dass man irgendwo auch mal unterscheiden muss dazwischen, was ist ein Flüchtling auf der einen Seite und was ist ein Einwanderer auf der anderen Seite? Und was ist jemand, der eigentlich ein Einwanderer ist, aber vorgibt, ein Asylant zu sein? Nämlich ein Asylbetrüger. Das hat dort keiner sagen mögen. Das blieb dann netterweise mir als kleinen Schlusspunkt dort. Das müssen wir immer wieder betonen. Es gibt, auch in diesen Zeiten, wo andere Parteien unsere Programmpunkte kopieren, gibt es ganz elementare Unterschiede zwischen dem, was wir wollen für dieses Land und dem, was andere Parteien immer nur taktisch vorgeben, gerade einmal zu wollen. Wir wollen, dass dieses Land Deutschland bleibt. Deshalb freue ich mich. Wir wollen, dass es Deutschland bleibt, und zwar Deutschland, das selbst über seine Souveränität entscheidet, das selbst über wichtige nationale Fragen entscheidet. Dazu gehört zum Beispiel das, was die Briten letztes Jahr vorgemacht haben, selbst darüber zu entscheiden, in einer Volksabstimmung, wollen wir in der Europäischen Union bleiben. Der Kreisverband Pinneberg ist diese Woche aus der Europäischen Union quasi ausgetreten. Wir hatten hier die regelmäßigen Besucher unserer Veranstaltung oder auch online, die wissen das, immer noch den alten Sternenbanner, den Sternenkranz, der mit auf unseren auf unserer Dekoration war. Das haben wir jetzt endlich austauschen können, sind dort im Hier und Jetzt und in einem angekommen und zeigen damit auch jetzt visuell, wofür wir hier stehen. Wir wollen gute Politik, bessere Politik für Schleswig-Holstein machen und wir wollen gute und bessere Politik für Deutschland machen. Ja, ich denke, das, was eigentlich am interessantesten ist, ist sicherlich eine Diskussion. Das Programm hatten wir vor ein paar Tagen hier auch schon einmal vorgestellt. Ich würde nur gerne mal 1-2 Punkte sagen, die dazu passen, worüber wir jetzt viel eben gesprochen haben, über das Thema Sicherheit aus dem Großen, dem Bereich Terrorismus, aber auch Sicherheit im Alltag. Gerade im Kreis Pinneberg, als einem Gebiet, das bekannt geworden ist letztes Jahr als Gefahrengebiet wegen der
hohen Anzahl von Wohnungseinbrüchen. Ich will da einmal kurz noch sagen, was will die AfD, was wollen wir ändern, wenn wir hier im Landtag sind, worauf wollen wir drängen? Da sind die sind einige wichtige Themen immer wieder auch gesagt worden, die auch kopiert wurden, dann, dass wir die Polizisten hier so ausrüsten wollen, unsere Polizei so ausrüsten wollen, dass sie auch bei terroristischen Gefährdungslagen vernünftig ausgerüstet sind. Was Waffen angeht, Maschinenpistole, G36 ist dort das Stichwort, und aber auch im Eigenschutz, dass wir nicht diejenigen, die jeden Tag ihr Leib und ihr Leben riskieren für unsere Sicherheit, dass die sich selber auch vernünftig schützen können. Das ist eine Selbstverständlichkeit und es ist schon erbärmlich, das wäre die wirkliche Schande für Deutschland, um mit Herrn Stegner zu sprechen, das wäre die wirkliche Schande für Deutschland, dass wir das bisher nicht und nicht ausreichend hinbekommen, in diesem Land die Polizisten zu schützen. Weiterhin gilt es auch, im normalen Streifendienst zu schützen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass Angriffe auf Polizisten, aber auch Angriffe auf Feuerwehrbeamte, auf Sanitäter, auf alle diejenigen, die kommen wollen, um zu helfen, dass wir wieder dazu beitragen, dass dort Respekt herrscht und dass Angriffe auf diese Personen geahndet werden. Es gibt eine bundesweite Initiative, den Paragraphen 112 im Strafgesetzbuch einzuführen, der genau das unter eine besondere Strafe stellt. Der sagt, ein Angriff gegen eine Person im Polizeidienst, im Feuerwehrdienst, Sanitätsdienst, im Einsatz, ist schlimmer, als wenn ich einfach nur irgendjemanden angreife. Weil es nämlich die Leute sind, die nicht freiwillig dort, oder nicht einfach dort zum Spaß sind, sondern die sind dort, um uns zu helfen, und die sollten deshalb unseren besonderen Schutz haben. Das ist eine Initiative, die es schon gibt. Diese Initiative, die unterstützen wir selbstverständlich. Wir wollen außerdem dafür sorgen, dass die Hemmschwelle, überhaupt auch einen Polizisten in Dienst anzugreifen, dass die steigt. Und das geht relativ einfach. Es gibt da schon Modellversuche mit sogenannten Bodycams. Das ist also eine kleine Kamera, die auf der Schulter montiert ist und im Einsatz aufzeichnet und die dann nachher verwendet werden kann, wenn etwas passiert ist, wenn irgendeine Frage da ist, die verwendet werden kann als Beweismittel. Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass die Angriffe auf diese Personen, die eine solche Bodycam tragen, signifikant zurückgehen. Und wir wollen ebenfalls hier in Schleswig-Holstein erst einmal ein Pilotprojekt, dass das einmal untersucht werden kann. Und wenn das, wovon ich fest ausgehe, zu genau diesem Effekt führt, nämlich weniger tägliche Angriffe auf Polizeibeamte, mehr Respekt gegenüber Polizeibeamten, dann wollen wir das hier auch flächendeckend einführen. Das sind immer so zwei, drei kleine Punkte, die wir hier in Schleswig-Holstein ganz konkret ändern wollen. Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen, wenn andere Parteien auch sagen, wir wollen auch mehr Polizei. Am Montag hätten Sie sich ganz erstaunt die Augen gerieben, wer dann auf einmal alles für mehr Polizei war. Die Piraten, die Linke, die SPD, die sich dann die Frage gefallen lassen musste, natürlich, warum denn erst jetzt? Kurz vor der Wahl. Die CDU wollte es natürlich auch. Und die kleine Geschichte des Personalabbaus in der schleswig-holsteinischen Polizei, wenn man sich davon nur mal ganz paar Jahre anschaut, dann sind die Kürzungspläne tatsächlich von der CDU beschlossen worden und von der SPD umgesetzt worden, 4 Jahre lang fast, bis sie letztes Jahr gemerkt haben, hoppla, da ist ja bald wieder Wahltag. Vielleicht auch mit einer kleinen Klammer, hoppla, da ist ja irgendwie neben denen, die das mal beschlossen haben, die werden uns so richtig gefährlich, nicht die CDU, aber da ist jetzt ein neuer Mitbewerber auf dem Markt und der könnte dort einen Finger reinlegen und könnte uns gefährlich werden. Da ist das der SPD aufgefallen, dass man vielleicht auch mal wieder umsteuern können sollte. Also AfD wirkt, sie wirkt in Deutschland, sie wirkt in Schleswig-Holstein und ab dem 7. Mai nicht nur indirekt, sondern auch ganz direkt. Vielen Dank. Ja. Genau, jetzt kommen wir zu der legendären Frage- und Antwortrunde an alle, die heute Abend hier sind, natürlich an Peter Büstron, an Jörg Nobis, unseren Spitzenkandidaten, natürlich auch an Julian Flack und auch an die anderen Direktkandidaten, die heute Abend hier sind. Wir haben
sowohl hier vor Ort natürlich können Fragen gestellt werden, aber natürlich auch im Internet. Ich sehe, hier hat jemand ein Auge da drauf, was im Internet passiert an Fragen. Und die werden dann auch reingestreut. Und ich sehe hier im Raum schon die erste Frage, bitte einmal. Ja. Ich bin loyal hoch drei, aber was mich jetzt sehr umtreibt, ist die Frage, was passiert denn eigentlich in unserer Parteispitze? Das Bild, das wir abgeben nach außen, ist, also ich will nicht sagen katastrophal, aber ungünstig. Unsere Gegner reißen sich die Hände, ein Ausschlussverfahren gegen Höcke, das niemand erfolgreich sein kann, kann nur eins anrichten, egal wie es ausgeht, es schadet. Wir haben mit Frauen und Frauen, die ein fünftes Kind kriegen. Und man sagt, egal wie so politisch jetzt und im Ansehen da steht, ist vielleicht nicht die Zeit, einen entscheidenden Wahlkampf zu führen, sondern vielleicht sich zurückzuziehen. Und alle diese Dinge treiben mich um. Und ich frage vielleicht Sie alle, Sie haben einen ganz engen Kontakt, vielleicht die Bitte an Sie, was zu sagen. Und wir müssen umsteuern. Wir sehen es ja bei der SPD, egal wie man macht, die Schuld bewertet. Aber die geschlossene Partei ist ein ganz wichtiges Argument. Dieses Bild liefern wir zurzeit nicht. Wir würden wahrscheinlich ganz anders dastehen, wenn wir geschlossen wären oder eigentlich gar nichts machen würden, wenn man nicht viel von uns hören würde. Ja, ich wiederhole, genau, danke für die Frage. Ich wiederhole Sie nochmal kurz, dass Sie auch, weil das jetzt akustisch sonst nicht rüberkommt, hier schauen ja auch noch einige Leute zu. Es haben insgesamt übrigens schon 3.900 Leute gesehen, dieses Video. Also die sind da nicht konstant dabei, aber also wir sind hier nicht alleine. Ja, ich wiederhole nochmal die Frage ganz kurz. Ich fasse es mal zusammen. Die Frage, Bild der Parteiführung nach außen, dass es da Diskussionen gibt in verschiedenen Bereichen, Parteiausschlussverfahren etc. Ich würde jetzt einfach mal der Einfachheit halber an Julian Flack aus dem Bundesvorstand weitergeben. Der kann das sicherlich am kompetentesten beantworten, weil er eben im Bundesvorstand ist und dort auch, sage ich mal, mitkriegt, was es für Entwicklungen gibt. Ja, also es ist eine ganz normale Reaktion tatsächlich und der Eindruck, der dort entsteht, der ist manchmal ganz sicher nicht der beste. Es sind meines Erachtens zwei Sachen dazu zu sagen. Zum einen, dass man manchmal auch Diskussionen, und zwar auch schmerzhafte Diskussionen, aushalten muss. Wir haben das Ausschussverfahren gegen Herrn Höcke angesprochen. Ich habe für dieses Ausschussverfahren beispielsweise gestimmt im Bundesvorstand und kenne beispielsweise auch den kompletten Antrag. Da sind auch Punkte drin, die in der Öffentlichkeit noch nicht groß diskutiert wurden. Ich schätze die Erfolgsaussichten durchaus als gegeben an. Und man muss auch, wenn man merkt, dass dort in den eigenen Reihen es Probleme gibt, dann muss man sich mit diesen Problemen auch auseinandersetzen. Das liegt jetzt beim Landesschiedsgericht Thüringen seit Montag. Und dort gehört es hin, weil wir natürlich, wenn wir sagen, wir wollen Diskussionen, ist es richtig, aber wir werden ein Schiedsgerichtsverfahren, ein Ausschlussverfahren dem Schiedsgericht überlassen, weil wir hier in der Partei natürlich auch die Gewaltenteilung, eine Gewaltenteilung haben und diese auch respektieren. Als Bundesvorstand, aber auch als ein Björn Höcke akzeptiert das und ich gehe davon aus, dass das die Basis, alle Mitglieder ebenfalls tun, auch wenn ich verstehe, dass dort viel diskutiert und Diskussionsbedarf besteht. Zweitens werden wir, was die Außenwirkung und Außendarstellung angeht, in diesen Tagen schon wieder durchaus mit interessanten Punkten zitiert und auch, haben auch eine gute, in bestimmten Bereichen gute Außendarstellung. Zum Beispiel ist gerade heute in der Welt, müsste es gewesen sein, ein Interview mit Frauke Petri, die sich dort zu der Kritik des Zentralrats der Juden an unserer Partei dazu äußert. Und die nämlich genau sagt, wir sind die Partei, die sie nämlich ganz deutlich sagt, wo denn das Problem auch von Antisemitismus in Deutschland im Jahr 2017 hauptsächlich seinen Ursprung hat. Und das sind eben überwiegend muslimisch geprägte Gruppen, die heute Antisemitismus in dieses Land hineintragen und den hier kultivieren. Und dass wir deshalb dort ein ganz natürlicher Gesprächspartner sind, auch für die jüdische Gemeinde. Das ist
sehr gut angekommen bis hierhin, auch wenn das jetzt den Zentralrat der Juden noch nicht so richtig beeindruckt hat, aber viele andere Gruppen sind sehr gesprächsbereit. Wir haben eine ganze Reihe auch jüdischer Kollegen in der Partei, auch Direktkandidaten, Kandidaten auf den Listen. Das ist also ein Punkt, wo man ganz aktuell heute auch sehen kann, wo wir mal ganz vorne in einer Diskussion mit dabei sind, weil die anderen Parteien sich eben nicht trauen, das so deutlich zu sagen. Und auch dafür braucht es uns wieder. Und in den kommenden Tagen und Wochen werden wir hoffentlich auch eine vermehrte inhaltliche Diskussion haben. Morgen wird für unseren Bundesparteitag am 22. und 23. April in Köln wird das Antragsbuch verschickt. Da sind 168 Seiten Änderungsanträge heute schon. Es können vor Ort auch noch Anträge gestellt werden. Diejenigen, die in Stuttgart auf dem letzten großen Programmparteitag bei uns nicht dabei waren, 168 Seiten ist für unsere Verhältnisse vergleichsweise übersichtlich. Eigentlich machen wir es unter 1000, 1500 Seiten nicht, aber wie gesagt, es ist ein kleiner Parteitag. Kann man vielleicht auch über die einzelnen Punkte auch mal eine Minute länger sprechen. Das heißt, diese inhaltliche Debatte, da habe ich ganz große Hoffnung, dass das uns in den nächsten 2 Wochen, 3 Wochen und auch in den Wahlkampf hinein und auch den Wahlkampf der Kollegen in NRW begleiten wird. Ich würde das gerne noch mal kurz ergänzen. Ja. Also ich würde mir wünschen, wir würden alle viel entspannter und viel gelassener auch mit diesem Antrag umgehen, den Sie angesprochen haben. Wissen Sie, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Die SPD versuchte Thilo Sarrazin auch auszuschließen. Also das passiert in jeder Partei. Irgendwann sagt man, ja, den müssen wir ausschließen. Und diejenigen, die das beantragen, die haben gute Gründe. Und das ist nur ein Antrag. Das müssen Sie auch sehen. Es entscheidet das Schiedsgericht. Und selbst Björn Höcke hat gesagt, ich bin da ganz entspannt. Ja? Also bitte lassen Sie uns das wirklich entspannt. Nein, die Unruhe entsteht durch die Mitglieder. Und erst dann können die Medien berichten und sagen, oh, die zerstreiten sich, weil wir uns tatsächlich zerstreiten. Wenn wir alle sagen würden, naja gut, dann haben sie halt einen Antrag gestellt und das Schiedsgericht entscheidet und wir akzeptieren das, so wie Julian das schon beschrieben hat, das muss auch der Bundesvorstand nachher akzeptieren, wenn das Schiedsgericht entscheidet, dass Birn in der Partei bleibt. Ja? Das, so sind die Spielregeln. Und das Zweite, und das war sehr, sehr wichtig, was Julian angesprochen hat, mit dem Zentralrat der Juden. Wir sehen das nicht nur beim Zentralrat der Juden, wir sehen das auch bei den Amtskirchenfunktionären. Dass immer die höchsten Funktionäre, die da in diese Einheitsfront mitmischen, mit den Altparteien verwoben sind, die sind gegen uns, gegen die AfD. Die einfachen Mitglieder, die breite Basis, die sind entweder schon bei uns Mitglied oder die wählen uns sowieso. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, aber wir haben die höchste Anzahl an Wählern, die bekennende Christen sind. Das heißt, die Christen, die wählen die AfD, aber die höchsten Protagonisten der katholischen und der evangelischen Kirche sprechen sich immer wieder gegen die AfD aus. Ja? Dagegen müssen wir angehen, das müssen wir immer wieder aufzeigen. Und genauso wie mit den jüdischen Freunden müssen wir auch zeigen, ja, wir stehen hier auch für das christlich-abendländische, für diese Kultur und gegen die Islamisierung Europas. Ganz exemplarisch noch eine ganz kurze Anmerkung dazu, und zwar wieder diesmal hier in Pinneberg. Am Freitag, morgen, da gibt es im Gemeindehaus St. Michael, also keine geheime Information, stand heute im Tageblatt, der ein oder andere hat es vielleicht dabei oder sogar hier eingestellt, wo ich es jetzt raus vorlese, eine Veranstaltung, die hat ein Thema mit einem relativ hochtrabenden Titel, AfD, nee. Da gibt es einen Referent, der möchte über Alternativen zu uns und dergleichen ein bisschen reden, als Fakten, Hintergründe. Und dann, und zwar, redet der dort für ein Bündnis. Und diesem Bündnis gehören an der DGB, Verdi, IG Metall, Unterelbe, die jüdische Gemeinde, die katholische Pfarrei St. Katharina, die Gemeinde St. Michael Pinneberg, der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Hamburg-West-Südholstein, VVN, BDA, lange immer wieder vom Verfassungsschutz beobachtet, also Verfolgte des Nazi-Regimes und so weiter, vermeintlich Arbeitskreis der Stadt Wedel gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit,
die Friedenswerkstatt Wedel, was es nicht alles gibt, sowie die Antifa Pinneberg. Steht so im Pinneberger Tageblatt. Also, da ist einmal die ganze Buntheit dieser Zivilgesellschaft in einer Veranstaltung, wer da hingehen möchte, das scheint offen zu sein, 19 Uhr, St. Michael, Pfalzkamp 14, das ist hier fußläufig 10 Minuten. Also wer da morgen Abend Zeit hat, vielleicht ist ja AfD nee oder AfD eben doch. Ja. Okay. Sonst genau, ja, die nächste Frage. Also ich muss doch nochmal auf dieses Höcke-Problem zurückkommen. Sie haben so schön geredet von Antisemitismus und davon weg und gesagt, ja, es muss eben das Urteil des Schiedsgerichts abgewartet werden. Das ist wohl auch so. Aber das Thema scheint mir darum nicht vom Tisch zu sein, denn Frau Petri hat jetzt für den Parteitag, den kommenden, einen Antrag wohl formuliert, das hat heute die Welt gebracht, dass also die Partei sich darauf einstellen oder dass der Streit in der Partei darum ginge, ob man denn bitte Koalitionen eingehen wollte oder aber nicht. Und ich denke, dass dieses, was sie da aufbringt, eben nicht dazu dient, dieses Thema nun ruhen zu lassen und Schiedsgericht entscheidet, sondern dass das wesentlich gegen Gauland und dann auch Höcke gerichtet ist, weil diese Debatte, die da angestoßen wird, halte ich eigentlich für eine Geisterdebatte, denn im Augenblick will niemand mit uns koalieren. Und warum muss man sie dann anstoßen, wenn man denn bitte nicht damit ein anderes Ziel verfolgt, nämlich in diesem Fall Gauland, der ja nun ausdrücklich gesagt hat, wir sollten also uns nicht zu einfertig in eine Koalition begeben, in der wir nachher möglicherweise kaputt gemacht werden. Mutti Merkel hat ja nun schon so manchen in Koalitionen geschafft. Von daher, das ist sicher kein Geheimnis, ist mir die gaulandsche Position lieber und ich denke, dass diese Diskussion hier zur Unzeit angestoßen wird. Man hätte das auch bleiben lassen können. Okay, Frage ist gestellt. Vielleicht kannst du noch mal kurz. Ja. Ja. Sonst in Hand halten einfach. Gut, wird irgendwie funktionieren. Oder auch nicht. So. Ich glaube, diese Diskussion kommt nicht zur Unzeit, sondern dass diese Diskussion Not tut. Und zwar die Fragestellung, die auch gerade jetzt Richtung Bundestagswahlkampf wichtig wird. Hier im Land haben wir eine derartige Debatte nicht, da gibt es auch diese großen Gegenpole nicht, da sind wir uns, was die strategische Ausrichtung angeht, relativ einig. Wenn man sich einmal anschaut, über den Tag hinaus, also über eine taktische Ebene und eine operative Ebene, auf der strategischen Ebene, wo wollen wir denn hin? Was wollen wir denn? Warum machen wir denn hier Politik? Warum sind wir heute Abend hier und jeden Tag diese Woche irgendwo und machen Bürgerdialoge, geben Interviews, wir machen Podiumsdiskussionen? Warum machen wir das seit 4 Jahren? Dann muss die Antwort doch lauten, weil wir dieses Land verändern wollen und weil wir glauben, dass es dafür auch nicht mehr so arg viel Zeit hat. Das heißt, wir sehen Probleme und wir sehen Probleme, die ganz dringlich sind. Das heißt, wir haben nicht 20 oder 30 Jahre Zeit, diese Probleme zu lösen, sondern einige sagen heute, die Dame, die jetzt leider schon weg ist, sagt, eigentlich ist es doch jetzt schon verloren. Nein, ist es nicht, aber wir müssen aufpassen, dass Deutschland nicht verloren geht. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten, und das ist in diesem Antrag dort tatsächlich so umschrieben, ich habe ihn lesen können im Vorfeld, ist umschrieben, dass es verschiedene Wege gibt, dorthin zu kommen. Der eine Weg ist der Fundamentalopposition, wenn man es ein bisschen plakativ zuspitzt. Und da geht es also darum zu sagen, okay, wir wollen das, was die Grünen-Linken so gemacht haben über viele Jahre, wir wollen den Diskurs komplett verändern, wir wollen die Gesellschaft wieder dahin schieben, wo sie einmal war. Ja, das würde mir auch gefallen, aber dafür braucht es tatsächlich 20 bis 30 Jahre.
Und auf diesem Weg wird man erst einmal auch abschrecken, weil die Frage, warum will niemand mit uns koalieren, muss nicht unbedingt an Inhalten liegen. Momentan ist es noch so ein allgemeiner Reflex. Aber beim Blick in die Länderparlamente sieht man sehr schnell, dass es da sehr unterschiedlich auch auf die AfD-Fraktionen eingegangen wird. Da gibt es welche, die werden ernst genommen. Auch ernst genommen, weil sie als politische Gegner mit Potenzial wahrgenommen werden. Und es gibt welche, die da eher als Krawallmacher angesehen werden. Da kann man kann mit beiden, aus beiden etwas Positives ziehen. Die andere Variante wäre die zu sagen, wir gehen einen etwas realpolitischeren Weg, so ist es wohl genannt worden. Das heißt, wir sagen, wo kann man denn tatsächlich kurzfristiger etwas verändern? Und kurzfristiger etwas verändern kann man überall dort, wo man auch eine Machtoption hat. Eine Machtoption kann für uns nicht bedeuten, Mehrheitsbeschaffer im Sinne einer FDP oder sowas zu sein. Eine Machtoption muss natürlich heißen, irgendwo so starke relative Mehrheiten zu haben, dass man auf Augenhöhe verhandelt. Dass dann ein paar Prozent mehr oder weniger würden dort immer nichts ausmachen. Das kann man sehen, wenn Partner in der Koalition irgendwann mal reingehen oder auch nicht. Wenn man das als Ziel hat, dann wird man das nicht in der ersten Legislatur in einem Parlament schaffen können. Dafür haben wir das Personal noch nicht. Dafür müssen erstmal Parlament üben. Da braucht man ein paar Tage, ein paar Monate, bis man das wirklich gelernt hat. Wir müssen aber auch sehen, dass wir im Stab Leute ausbilden, dass wir überhaupt die Strukturen schaffen und dass wir auch Leute von außerhalb, die momentan sich noch nicht trauen, sich zur AfD zu bekennen, die sich noch nicht trauen, bei uns sich vorstellig zu werden und überhaupt eine Bewerbung zu schicken, diese Leute anzusprechen, für diese Leute auch attraktiv zu werden. Und wenn man das will, dann beißt sich das fundamental mit einem Kurs der Fundamentalopposition. Weil man kann nicht, ich kann nicht einerseits immer draufhauen und immer die großen Sprüche bringen und auf der anderen Seite gleichzeitig versuchen, attraktiv zu sein für alle diejenigen, die uns von ihrer politischen Einstellung her ganz nah sein müssten, aber sich nicht trauen, sich zu uns zu bekennen. Und ich erinnere daran, dass wir Probleme hatten und Probleme haben in Nordrhein-Westfalen, aber auch hier in Schleswig-Holstein Probleme hatten, Unterschriften zu bekommen. Und zwar nicht, weil Leute nicht unsere Ideen gut fanden, unsere Partei gut finden und unterstützen wollten, sondern weil sie sich nicht getraut haben, wegen der gesellschaftlichen Stigmatisierung, wenn auf dem Einwohneramt die Nachbarin oder der Nachbar dann sieht, okay, hat für die AfD unterschrieben. Erst recht nicht im öffentlichen Dienst. Insofern, ich halte die Diskussion für notwendig. Und der Bundesparteitag ist das höchste Organ, wird darüber dann wahrscheinlich diskutieren, wenn er das denn möchte. Und es ist das Organ, wo das zu geschehen hat. Und auch, dass wir da heute über solche Fragen reden, und das passiert ja nicht nur hier, sondern weil darum geht es auch, einfach zu sagen, okay, wo wollen wir denn hin? Wenn wir nachher alle feststellen, wir wollen einen anderen Weg gehen, ist es ja auch in Ordnung, dann ist es demokratisch entschieden. Also ich will jetzt nicht den Antrag bewerten, ja, und schon gar nicht als Landesvorsitzender. Aber ich will das schon mal kommentieren als studierter Politologe, der guten Einblick in das Innere dieser Partei hat. Also ich will Ihnen schon widersprechen. Ich sehe das nicht so wie Sie, dass der Antrag zu spät, also zu früh kommt oder zu Unzeit. Ich denke, der kommt zu spät. Wir sind alle in eine Partei eingetreten, die es gar nicht gab. Die meisten von uns, nämlich 17.000, sind in den ersten 5 Wochen in die AfD eingetreten, 2013. Da gab es nur ein leeres Gefäß, eine Hülle und einen Lucke im Fernsehen. Ja? Den Lucke haben alle irgendwo in einer Talkshow gesehen. Der war in 6 Talkshows nacheinander. Jeweils haben ihn mehrere Millionen Menschen gesehen. Die haben alle irgendeine Projektion gehabt dessen, was sie sich vorstellen, was diese Partei beinhalten sollte. Und da kamen Leute von der wirklich ganz rechts, CSU, CDU, FDP bis hin zu den Linken und jeder hatte irgendwie eine Vorstellung. Und wir haben das bisher nie gemacht, dass wir es ausdiskutiert hätten, was ist unser Weg und wohin soll er führen. Ja? Und wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo wir entscheiden müssen, wollen wir diese Fundamentalopposition sein oder wollen wir irgendwann auch regieren? Und irgendwie ist dieses Thema immer immanent bei uns. Ich sage auch immer, wir machen knallharte Opposition.
Aber unser Dilemma ist, dass wir Leute haben, und ich habe das vorhin auch angesprochen, nochmal, Sie haben hier Daniel Buhl, hier einen Spitzenkandidaten, wir haben Leute, die sowohl regierungsbereit, die sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen, und die sind auch fähig zu regieren von ihrer Ausbildung. Jetzt schauen Sie sich doch unseren Bundesvorstand an, auch wenn Sie ihn nicht mögen und wenn Sie sagen, ja, die sind zerstritten, aber schauen Sie sich einfach mal die Qualität der Leute an. Da haben Sie einen Professor Meuthen, da haben Sie einen Dr. Gauland mit zig Jahren Erfahrung als Staatssekretär. Da haben Sie eine Frau Dr. Frauke Petri, Trägerin der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland, eine Beatrix von Storch, eine Anwältin und, und. Das sind alles studierte Leute. Das sind Leute, die wirklich was in ihrem Leben geschafft haben. Die haben Erfahrung, die haben Bildung. Die sind sehr wohl viel besser in der Lage als diese Sozen, die da jetzt sitzen mit ihren geklauten oder gefälschten Doktortiteln. Ja? Und das ist jetzt die Zwickmühle. Das ist die Zwickmühle. Wir haben dieses Personal, sind aber erstmal eine Opposition und eine Protestpartei. Das ist so. Und deswegen müssen wir das ausdiskutieren, ob wir tatsächlich nur Fundamentalopposition machen wollen, auch die nächsten 20 Jahre, oder ob wir uns dessen bewusst sind, dass wir sagen, ja, wir sind jetzt eine Protestpartei, wir werden jetzt die Opposition machen, das ist sicher die Option auf die nächsten 5 Jahre, aber dass wir auch ein klares Signal an die bürgerlichen Wähler in der Mitte der Gesellschaft aussenden und zu sagen, ja, irgendwann, wenn wir so stark sind, dass wir tatsächlich unsere Forderungen auch durchsetzen können, dann wollen wir auch regieren. Ja? Das ist für mich die Diskussion. Und nicht irgendwie, so wie der Lucke das wollte, Anschlussfähigkeit mit 5%. Ja? Hauptsache, ich habe einen Staatssekretärposten. Natürlich nicht. Auf keinen Fall. Dann lieber 10 Jahre Opposition. Genau. Ja, auch von mir noch eine kleine Ergänzung dazu. Ich habe das eben schon gesagt, also natürlich auch in meiner Brust schlagen irgendwo 2 Herzen. Nicht? Also jetzt ist es momentan sowieso klar, wir werden Opposition machen, auch im Kieler Landeshaus, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist zukunftsmäßig. Ich habe eben gesagt, ich hatte was gesagt, Herr Stegner hat diese Forderung sofort übernommen. Das heißt, vermeintlich treiben wir die Altparteien vor uns her, sie übernehmen unsere Forderungen. Aber das sind nur hohle Lippenbekenntnisse, sie machen es nicht wirklich. Sie erzählen ihnen das vor der Wahl, aber es wird sich nichts ändern. Wir haben das in Holland gesehen, ja, um Herrn Wilders klein zu halten. Herr Rutte hat dann gegen Erdogan gewettert und gegen die Türken. Aber es sind alles nur Lippenbekenntnisse. Hinterher geht alles gleich weiter. Und wenn man das erkannt hat, dann müssen wir einfach sagen, okay, wir müssen erstmal Parlamentsbetrieb lernen. Und dafür brauchen wir eine Legislaturperiode, auch im Bundestag. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir was verändern wollen in diesem Land, dann brauchen wir Regierungsbeteiligung. Nur so funktioniert das am Ende. Und da müssen wir auch bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen. Weil nur mit Opposition werden wir da auch, also das funktioniert dann vielleicht über eine Generation, über 30 Jahre hinweg, dass man ein bisschen was verändert. Das Problem ist, die Parteien übernehmen unsere Forderungen, aber es sind nur Lippenbekenntnisse vor den Wahlen. Es passiert nichts, es wird auch nach der Wahl nichts passieren. Die machen weiter wie bisher. Das heißt, wir brauchen die Option. Dieses Land hat keine 30 Jahre mehr, wenn wir so weitermachen. Wir müssen dann die Regierungsbeteiligung auch anstreben. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung und dann machen wir nochmal vielleicht auch irgendwas jetzt zum Wahlprogramm bzw. zur Landtagswahl nochmal. Also ich war ja gestern vorgestern beim Abendblatt bei dieser Diskussion und da war das Publikum, würde ich jetzt mal sagen, so wie hier, ähnlich geprägt, vermutlich auch politisch interessiert, sonst wären sie nicht dort gewesen. Und da waren jetzt vielleicht nicht unsere Leib- und Magenthemen, die wir jeden Tag, mit denen wir jeden Tag in Verbindung gebracht werden, Thema. Und ich glaube trotzdem, zumindest was ich so als Resonanz dann gehört habe, auch von Mitbewerbern, dass die Antwort oder die Reaktion so war, sie sind ja gar nicht so schlimm. Ja? Also so ich habe mir sie eigentlich immer so ganz anders vorgestellt. Ja? So ganz, also sie fressen kleine Kinder und so. Ja? Das war wohl so das Bild, zumindest bei den Piraten und auch bei dem Herrn, der von der FDP dort war, der Direktkandidat. Und dann hat man sich danach bei einem Bier nochmal unterhalten und hat festgestellt, so weit auseinander sind wir nicht. Also er und ich zumindest nicht, ja, oder er und die AfD nicht. Also ja, also man war sich relativ nah, ja, bei vielen Sachen. Also gerade was Zuwanderung angeht und das, was Merkel da macht. Und wenn ich jetzt sehe, dass die FDP aktuell gerade wieder versucht mit dem
mit dem Herrn Schulz zusammenzuarbeiten, dann sieht man ja schon, in welche Richtung das geht. Und dann gibt es ganz viele in der FDP, die mit den Hufen scharren und ganz schnell zu uns kommen wollen, weil sie sagen, das geht gar nicht. Ja? Ähnlich ist es, denke ich mal, in der CDU hier in Schleswig-Holstein. Ja? Da wird jetzt auf, denke ich mal, hingearbeitet, dass man schwarz-grün-gelb irgendwie eine Koalition hinkriegt. Also irgendwelche wilden Koalitionsspiele, Hauptsache man kommt an die Macht. Ja? Und das wird der FDP noch richtig wehtun und das wird auch der CDU richtig wehtun. Aber da muss es natürlich, sage ich mal, für die Menschen eine Partei geben, wo die hingehen können. Ja? Und das, da tut sich der ein oder andere schwer, wenn man nur auf seine eigenen Leib- und Markenthemen Antworten hat und auf das, was den Bürger vielleicht auch interessiert, ob man denn Antworten zum öffentlichen Nahverkehr hat, ob man da auch mitreden kann, wenn man darauf keine Antworten zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung hat. Und das konnte ich bei dieser Talkrunde verändern. Ich konnte dazu sagen, was ich mir vorstelle, beziehungsweise was auch das Programm von uns dazu vorschlägt. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Das bedeutet aber lange noch nicht, dass wir unsere Leib- und Magenthemen deswegen aufgeben, um Gottes Willen. Ja? Aber wir müssen auch andere Themen ansprechen können, ohne dass dann gleich als Argument aus den eigenen reinkommt, so nach dem Motto, naja, also jetzt fangt ihr an und verwässert das und so. Nein, die Leute wollen Antworten für ihr Leben. Zumindest wenn wir wollen, dass wir die Regierung stellen. Also wenn wir die Regierung stellen wollen, brauchen wir die Antworten auf alle Themen und momentan müssen wir daran noch arbeiten. Ich habe vielleicht nur einen Satz, ja, weil ich aus diesen Fragen auch immer wieder die Angst raushöre, dass wir tatsächlich diese Lucksche Anschlussfähigkeit, also wenn wir die suchen würden, ja, aber ich will das nur an einem Beispiel festmachen. Schauen Sie, Sie haben hier den Daniel Buhl. Das ist ein Gründungsmitglied hier, der ist seit 4 Jahren da. Der hat den Lucke überlebt, die Trevesius und all das ganze Pack. Verstehen Sie? Nein, aber das, da, egal was die Medien geschrieben haben, von wegen der wirtschaftsliberale Flügel hat sich von den Rechtskonservativen getrennt. Nein, die Trennungslinie in der Partei war, das waren die Anschluss, die Leute, die anschlussfähig sein wollten, das waren die Opportunisten, die sind mit Lucke rausgegangen, weil das waren diejenigen, die auf die schnellen Mandate gehofft haben und auf die schnellen Koalitionen. Und geblieben sind Leute wie wir, die gesagt haben, nein, wir kämpfen für die Sache. Dann warten wir jetzt hier noch Fragen, vielleicht noch mal. Nein, nur noch eine Bemerkung dazu. Also ich denke, dass der Begriff von Fundamentalopposition viel zu harsch hier ins Volk gestreut wird. Und zwar ist doch klar, zunächst mal will niemand mit uns koalieren. Also müssten wir sehen, dass wir in die Parlamente kommen und von daher eine Politik betreiben, die per Vorschlägen, die Altparteien vor uns hertreiben, die sicherlich, da hat Herr Lobis ganz recht, die sicherlich nicht gerne nachgeben wollen, vor allem nicht nach der Wahl. Aber das ist eine kontinuierliche Arbeit über die nächste Legislaturperiode. So. Und deswegen denke ich immer noch, dass diese Debatte, jetzt einen Grundsatzbeschluss herbeizuführen, ob Fundamentalopposition dann so dargestellt als nie, wir wollen ja nie oder nur, wenn wir 51% haben, dass das für meine Begriffe falsch ist, denn die Art, in der wir vorgehen müssen, die ist genau diese. Und von daher brauchen wir diese Grundsatzentscheidung gar nicht. Jetzt. Okay, das ist eine Sichtweise. War jetzt keine Frage, ne? Habe ich jetzt nicht gehört darauf sonst. Genau. Vielleicht nochmal irgendwelche Fragen auch vorstellen später, bitte. Dann, genau, hier mal eine Frage von dem. Und zwar, welche Position nimmt die AfD eigentlich gegenüber Russland ein? Das wäre auch eine Bedrohung für uns. So Dann wiederhole ich nochmal kurz die Frage. Also die Frage war, welche Position die AfD zu Russland, zu den Russland-Sanktionen einnimmt. Ich denke mal, die würde ich jetzt vielleicht, wer will, wer traut sich? Traut sich jemand? Traut sich jemand? Alle, die trauen sich alle. Okay, dann mache ich, dann fangen wir einfach mal, Fangen wir mal bei mir an und ich reiche dann weiter. Genau, wir machen das einmal so durch. Also ich sehe Russland nicht als Bedrohung. Nicht? Also
wir haben damals, das hat auch Gorbatschow gesagt, auch in den 2+4 Verhandlungen, ist damals festgehalten worden, dass eigentlich die NATO sich nicht weiter nach Osten ausdehnte. Es steht sogar im 2+4 Vertrag, dass eigentlich gar keine NATO-Kräfte in Ostdeutschland stationiert werden sollen. Und mittlerweile fahren deutsche Leopardpanzer doch wieder an der russischen Grenze auf und ab zur Sicherung der Ostflanke. Und wir haben jede Menge Militärgerät dorthin verlegt. Das ist das eine. Also ich sehe nicht die Bedrohung. Das ist die Frage jetzt, wenn Sie auf die Krim anspielen oder auf das... was da passiert ist. Ja, gut, das ist noch ein anderes Thema. Dann das andere Thema sind aber die Russland-Sanktionen. Ja, also da haben wir uns auch sehr ins eigene Fleisch geschnitten. Wir sind in der Mittelmacht in Europa und uns ist eigentlich daran gelegen, dass wir gute Wirtschaftsbeziehungen zu Russland unterhalten. Und seitdem das passiert ist, in Hamburg war der Dreh- und Angelpunkt im Hamburger Hafen für den baltischen Verkehr, ist alles zusammengebrochen. Da fährt eigentlich kaum, entweder fahren Schiffe direkt nach Danzig oder nach St. Petersburg mittlerweile, aber dieser ganze Fiederverkehr, der über Hamburg lief, ist zusammengebrochen. Auch die Schiffsdurchläufe durch den Nord-Ostsee-Kanal ist auch rückläufig. Und also wir haben am ehesten neben Russland wahrscheinlich noch darunter zu leiden, unter diesen Wirtschaftssanktionen. Der Amerikaner wollte das, aber den tangiert das weniger. Ja, wie immer muss man sich zuallererst mal die Frage stellen, was für Interessen vertreten wir? Die Antwort ist einzeln. Eine einfache Frage, die Antwort ist vielleicht etwas komplexer, aber ich gehe davon aus, dass es im besten deutschen Interesse immer gewesen ist, sich mit unseren Nachbarn gut zu verstehen, gerade als Mittelmacht, wie Jörg Nobis das zu Recht angesprochen hat. Das heißt, dass wir natürlich mit den unmittelbaren Nachbarn, aber auch mit Russland als einer großen Land in unserer Nähe, ja, in einer Wirtschaft und gleichzeitig dabei nicht die USA vor den Kopf stoßen müssen, sondern es ist immer in unserem besten Interesse gewesen, wenn man dort mit beiden Seiten vernünftig ausgekommen ist. Auf Seiten der Russen besteht ganz großes Interesse, mit Deutschland gute Beziehungen zu unterhalten. Und die sehen natürlich auch das, was an amerikanischem Einfluss in Europa heute über die EU, auch über die NATO ausgeübt wird, sehr kritisch. Und sie sehen es zu Recht kritisch. Und wir sollten schauen, was ist denn im deutschen Interesse? Das sind Handelsinteressen, das sind aber auch strategische Interessen. Und da kann man sehr viel, glaube ich, heute schon machen, bilateral, indem man dort Zeichen setzt, dass unsere Bundesregierung nicht bereit ist. Wir wollen selbstverständlich, dass die Sanktionen eingestellt werden und wir sind da, wo wir glauben, dass irgendwo auch Russland einmal Fehler macht, auch bereit, unter Partnern, unter Freunden auch mal Kritik zu äußern. Man muss nur, weil man sagt, wir halten es für legitim, russische Interessen, dass Russland russische Interessen vertritt, Deutschland deutsche Interessen, Frankreich französische Interessen, müssen wir nicht alles gut finden, was Russland macht, aber ganz sicher auch nicht alles, was die USA macht. Das war mal eine Frage, wo wir alle drei spontan gesagt haben, ja, antworte ich, weil wir alle wirklich der gleichen Meinung sind, dass die Sanktionen Unfug sind. Wir wissen alle, dass die Deutschland schaden. Und das ist hier schon von meinen Kollegen alles wunderbar dargestellt worden. Deswegen, ich sage nur kurz was zu der historischen Perspektive. Wissen Sie, das ist ja auch wenig bekannt. Russland sieht sich in der Nachfolgetradition von Byzanz. Ja, also als es zur Teilung des Römischen Reiches kam, wir sind in der Tradition des Westteils und die Russen sehen sich in der Tradition des Ostteils. Das heißt, das ist unsere östliche Hälfte. Das Wort Zar kommt vom Cäsar. Ja, das ist ein christliches, zutiefst christliches Land und die Russen haben jahrhundertelang uns den islamischen Terror vom Hals gehalten. Die haben nämlich gegen die Tataren, Mongolen, Ostflanke Europas. Das muss man sehen. Das heißt, wenn die Amerikaner ehrlich wären und nicht heuchlerisch, wenn sie ehrlich Verbündete suchen würden im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, dann müssen sie zuerst bei Putin anklopfen und sagen, Jungs, ihr habt doch Erfahrung, lasst uns das mal gemeinsam machen. Ja? Das passiert aber nicht. Stattdessen werden NATO-Panzer an die russische Grenze verlegt.
Das ist sicher nicht in unserem, in deutschem Interesse, dass hier der Konflikt weiter eskaliert. Und hier schließt sich der Kreis auch zu der Diskussion, die wir vorhin hatten. Also bevor wir mit Ländern wie Türkei überhaupt irgendwelche Verhandlungen über die EU-Aufnahme führen, dann müssten wir erstmal vielleicht Länder wie Serbien aufnehmen, die auch zu uns gehören, geografisch, politisch, religiös, kulturell, dann die EU konsolidieren und dann reinholen, und damit macht das Ganze Reparieren nachher nur noch viel, viel komplexer. Ja, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Einmal, ja, hier hinten einmal gleich. Genau, ja, genau. Und dann als nächstes hier und dann hier und du darfst dann auch. Ja. Das erste wäre eine Bitte, dass auf den nicht delegierten zum Bundesparteitag auch einmal das Antragsbuch zugeschickt wird. Das ist auch elektronischen Wegen, das ist ja relativ einfach und was dann auch also dort beschlossen wurde. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß nicht, ob das die Satzung hergibt. Du dann bist du ja derjenige, welcher daran bist, um das zu sagen kann. Was dieses Verfahren gegen Höcke angeht, da taktisch wäre es für mich am günstigsten gewesen, diese Frage im vierten Quartal 2017 zu klären, aber nicht vor den Wahlen und mit dem genügend Abstand zu den Bayerischen. Weil das muss man da noch zum letzten Jahr mal diskutiert, wann die Bayern waren, aber ich glaube, das ist dann erst im Herbst 2018. So, das zu dem Thema, um das zu beenden. Schleswig-Holstein fordert, dass die, ja, Querelen dann ist, wenn Bayern war, da ist der bayerische Landesvorsitzende sofort begeistert von und springt vor Freude in die Luft. Das ist ja gewagt, die ganze EU, von daher gesehen, dieser vierte Quartal 2017 wäre dann aus meiner Sicht besser vielleicht. Aber das ist egal. Ein Punkt, den wir noch gar nicht diskutiert haben, das ist die Geschichte, wie kommt man überhaupt weiter ran und können wir nur den parlamentarischen Weg sehen. Ich denke auch, wir müssen uns darüber mal Gedanken machen, wie wir diese anderen Elemente des Staates, nämlich Schule, Ausbildung, Justiz angehen. Und die Grünen haben es gemacht durch den Marsch durch die Institution. Und für mich wäre es da ein Gedanke, weil wir jetzt ja alle schon bereits alle Ebenen dort besetzt haben, mal bei den Hochschulen anzufangen und dort mit den Studiengängen, die tatsächlich für die Staatslenkung interessant sind, um dort eben Personal heranzubekommen und heranzubilden, die tatsächlich das Staatswesen nachher bestimmen. Ich weiß noch aus der sozialliberalen Koalition in NRW, da gab es eine Justizreform, so ungefähr im Bereich 78 bis 85, wo genau diese ganzen Elemente der Justiz, eher Täterschutz vor Opferschutz, hereingebracht wurden. Und unter dieser Justiz leiden wir heute, dass im Prinzip die Polizei die Leute fängt, x-mal, und es passiert nichts. Und dass man darüber mal auch anfängt zu denken, nicht nur über die parlamentarische Ebene, sondern diese ganzen anderen Ebenen, die wir haben, die Legislative und Judikative, wie können wir dort strategisch vorgehen? Genau. Bitte die Fragen nachher so in der Halbwegs, ich krieg's sonst nachher nicht mehr zusammengefasst, weil wir immer noch hier online ja auch Menschen haben, die zuschauen irgendwie, es sind jetzt 53 immerhin noch das ist dann so schwierig, das zusammenzufassen, weil es natürlich nicht wortwörtlich wiedergeben kann. Also die Frage ist, war jetzt, ob man, also dass man neben dem parlamentarischen Apparat ja noch einen ganzen Apparat drumherum hat. Ich denke, das sieht man jetzt gerade bei Trump ganz gut, wenn man regelmäßig an die Grenzen stößt, des Apparats, dem er da vorsteht, aber der Apparat unter ihm halt irgendwie sagt, ja, also mit dir wollen wir nicht zusammenspielen. Weiß ich nicht, wer möchte als erstes. Ja, dann gebe ich einfach mal hier und dann auch. Grundsätzlich alles ja richtig. Wir müssen natürlich auf Dauer sehen, dass wir in den ganzen gesellschaftlich relevanten Stellen auch Einfluss bekommen. Und wir ist gar nicht mal nur als Partei gemeint, sondern als alle, die mit uns im weiteren Sinne im gleichen politischen Kosmos leben, die ungefähr auf unserer Wellenlänge sind. Das braucht aber ganz viel Zeit. Und noch einmal, ich glaube, wir haben diese Zeit nicht, weil in 20 oder in 30 Jahren das Deutschland, wie wir es heute vielleicht gerade noch so kennen, nicht mehr existieren wird. Das heißt, wir müssen da natürlich hin, aber es ist immer nur begleitend. Das fängt an mit so Kleinigkeiten, wie dass man
in Rundfunkräte mit rein, auch wenn man die an und für sich in dieser Form abschaffen will. Dass man also auch in Gremien reingeht, die eben eigentlich aus unserer Sicht erstmal keinen Spaß machen, weil wir uns dort nicht durchsetzen können. Und das fängt in Parlamenten an, aber auch in ganz vielen Beiräten und so weiter. Und was in meinen Augen wichtig ist, ist eben ins Gespräch zu kommen mit Kreisen außerhalb der Partei, die Multiplikatoren sind, die wichtige Stützen der Gesellschaft sind. Das kann in der Kirche sein, das kann im Sportverein sein, das können Leute sein, die im öffentlichen Dienst arbeiten und im privaten. Nur für diese Leute müssen wir ein ernstzunehmender Gesprächspartner sein. Das heißt, die nicht, etwas für, nicht völlig wirre Sachen fordern, sondern beispielsweise natürlich auch ganz konkrete Antworten mit ganz konkreten Problemen beschäftigen, wie Daniel Buhl das eben beschrieben hat, wie das gefordert wird, auch schon auf Podiumsdiskussionen. Das heißt, dass man dahin geht, wo die Menschen sind, um da den Einfluss zu haben. Das ist nichts, was man irgendwo in einem Wolkenkuckucksheim sich ausdenken kann und dann sagt, so jetzt müssen wir in 20, 30 Jahren, wird es schon irgendwann hier alles gut werden. Ja, wir müssen sehen, auch was ist dann, was ist da wo unsere Aufgabe, als Gesprächspartner dabei zu sein. Und gleichzeitig ist die allererste Aufgabe einer Partei, parlamentarisch zu wirken in unserem Staat. Ja, das ist natürlich soweit alles richtig. Also das wäre natürlich ein viel langwieriger Prozess. Jetzt sind wir ja die, wir nennen uns ja die Partei des gesunden Menschenverstandes oder des politischen Realismus. Und da bleibt eigentlich auch die Hoffnung, dass Leute mit entsprechenden Köpfchen, die schon bereits in entsprechenden Positionen sind, anfangen nachzudenken und auch ihre Denkweise zu überdenken und vielleicht dann einfach Mitglied werden. Und wir sehen das ja auch. Also wir haben ja mit Herrn Hollmann in Schleswig-Holstein einen Richter vom Oberlandesgericht gewonnen, der Mitglied in unserer Partei geworden ist und gleich auf Listenplatz 3 der Landesliste zur Bundestagswahl gewählt wurde. Das heißt, viel besser ist es da gleich, die Leute mit Köpfchen zu überzeugen, dass sie unserer Partei beitreten und zu sagen, wir stehen für politischen Realismus und im Prinzip für den gesunden Menschenverstand. Und das scheint uns ja zumindest zu gelingen. Zumindest hier und da. Und vielleicht müssen wir da noch eher ansetzen. Weil bis die Studenten von heute in der entsprechenden Position sind, das, da vergehen 10 Jahre. 20. Oder 20. Genau. So. Wir machen jetzt nicht noch mehr Runden, sondern hier sind da hinten noch Fragen, genau. Ja. Herr Wissmann. Genau. Ich möchte anknüpfen an das, was eben gesagt wurde. Diese Mauer der Angst, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen von Leuten, die eigentlich dasselbe erleben und auch so urteilen wie wir. Und als gebürtiger Tscheche, der die Diktatur dort noch erlebt haben, die ja haarsträubend weit entfernt war von den Gefühlen und Überzeugungen der Tschechen und Slowaken, können Sie etwas mitteilen, was den Leuten da die Kraft gegeben hat, irgendwann fast explosionsartig auszubrechen aus diesen kleinen Zirkeln der besonders Mobilen? Oh, da muss ich Sie jetzt aber heftig enttäuschen. Da ist niemand ausgebrochen. Die Leute waren genauso feige wie die Menschen hier und jetzt. Ja. Die Situation Ende der 80er im Kommunismus war sehr, sehr ähnlich der Situation, die wir jetzt erleben. Die Stimmung in der Gesellschaft war die gleiche. Ja? Erstens, wir wussten alle, das System muss irgendwann zusammenbrechen. Wir wussten nur nicht wann. Ob in einem Jahr oder erst in 10 Jahren. Aber uns war allen klar, das kann sich nicht halten. Ja? Das Zweite war, uns wurde eine offizielle Wahrheit verkündet über die Massmedien und die Realität sah ganz anders aus. Ja, damals war das halt, im Fernsehen kam dann, wir haben den 5-Jahres-Plan zu 104% übererfüllt und dann sind sie am nächsten Morgen in den Konsum gegangen, da gab es kein Klopapier. Ja? Da wussten sie, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Bei uns ist das ein bisschen anders gelagert, Klopapier gibt es genug, aber uns wird erzählt, der Euro ist sicher, die Währung ist sicher und wir wissen, dass es mittlerweile Billionen sind, die wir verschuldet sind, dass die EZB einfach mal nicht mal das Geld nicht mal mehr druckt, sondern einfach nur elektronisch erzeugt und. Ja, das heißt, auch in diesem, oder uns wird erzählt, wir bräuchten Fachkräfte, also Sie kennen die ganzen Geschichten. Ja? Und die Realität sieht ganz anders aus. Und drittens, dass Menschen Angst haben
frei und offen, ihre Meinung zu sagen oder zu einer Veranstaltung zu gehen. Das ist exakt wie im Kommunismus Ende der 80er. Und das, was mit diesen Menschen dann passiert, das ist auch exakt wie im Kommunismus Ende der 80er. Da hat man niemanden mehr in den Gulag gesteckt oder irgendwie erschossen oder sonst was. Verstehen Sie? Da sind sie genauso wie hier und heute in der Bundesrepublik. Da wurden sie diffamiert am Arbeitsplatz. Da wurden sie degradiert oder man hat sie halt nicht befördert. Das waren die Maßnahmen. Sie wurden gesellschaftlich ausgegrenzt. So wie das mit uns und mit unseren Anhängern jetzt passiert. Ja? Das heißt, da gibt es keine Anleitung zum Ausbrechen. Das ist eine Aufgabe für uns alle. Jeder muss den persönlichen Mut zusammennehmen und dafür eintreten. Und ich kann dann sagen, ja, wissen Sie, selbst den Václav Havel hat man damals als Staatsfeind bezeichnet und so wie man uns jetzt als Nazis bezeichnet. Ja, da hat man gesagt, ja, das ist ein Zersetzer. Und sagt man auch, ja, die wollen uns die schöne EU kaputt machen. Also im Prinzip Demokratiefeinde. Ja, also im Prinzip fast sogar das gleiche Vokabular. Das heißt, die einzige Hoffnung ist, dass wir das alle durchstehen. Und dann weiß ich, dass wir genauso wie die Dissidenten damals, so wie Václav Havel, dass wir dann die Sieger sein werden, auf jeden Fall die moralischen Sieger. Aber damals kam es ja nur durch den Zusammenbruch des Systems. Genau. Und das ist, ja. Wo soll es heute herkommen? Ja, gut, aber das System, auch unser System wird zusammenbrechen. Und wir müssen da auch ein bisschen nachhelfen. Also ich habe noch drei Wortmeldungen. Einmal Bernhard Noack hat sich ganz vorher gemeldet. Und dann würde ich sagen, können wir gerne nachher im kleinen Rahmen noch weiter diskutieren. Stehen sicherlich alle auch noch zur Verfügung, aber den offiziellen Charakter würden wir dann beenden und dann kann man immer noch im Zwiegespräch auch das klären. Dann einmal hier, dann hier und dann da die Frage, genau. Vielleicht willst du so einfach direkt, dann kannst du, brauche ich auch nicht übersetzen. Also zu der Koalitionsfähigkeit. Ich bin ja auch ab und zu mal in der Landesgeschäftsstelle und werde von CDU-Mitgliedern angerufen, was wir besser machen könnten und werde auch aufgeklärt, weshalb in Berlin es so viele Asylanten gibt, damit die nachher später die Grüne Partei wählen. Also CDU-Mitglieder geben mir Tipps, was wir verbessern können. Und als wir von der Diskussionsrunde nach Elmshorn kamen, gingen wir mit einem FDP-Kandidaten und ich hatte das Gefühl, er wollte mit uns Koalitionsverhandlungen schon beginnen. Und als Zuhörer bin ich nur zweimal dabei gewesen. Also die CDU und die FDP und die AfD waren sich in allen Fragen fast sehr nah. Im Gegensatz zu den Grünen, natürlich zu den Linken, aber auch zu den Piraten, das war, finde ich, jetzt die Links überhaupt. Also das zeichnet sich ab, dass wir sehr wohl koalitionsfähig werden, sowohl mit der CDU als auch mit der FDP. Genau, zur Koalitionsfähigkeit nochmal kurz. Nee, lieber noch zur Demokratie. Oder zur Demokratie. Herr Stegner hat die Chispe, uns Demokratiefeinde zu nennen. Eine Partei, die sich aktiv für Volksentscheide nach Schweizer Vorbild auf Bundesebene einsetzt, die auch hier im Wahlprogramm in Schleswig-Holstein drin hat, dass wir die Voraussetzungen für Volksentscheide deutlich senken wollen. Also von, ich glaube, 80.000 Unterschriften auf nur 50.000. Die ganz klar sich zur Demokratie bekennt, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Nichtwähler wieder zurück an die Wahluhren holt, das können doch keine Demokratiefeinde sein. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Und das sind bloß Diffamierungen, um uns möglichst klein zu halten. Nur ein Satz dazu. Ja. Wenn Sie sich die Rechtsbrüche anschauen der letzten Jahre, es wurden internationale Verträge gebrochen, es wurden Gesetze gebrochen zum Grenzschutz, es wurde sogar unsere Verfassung gebrochen. Das heißt, die führende Juristen sind der Meinung, andere Juristen sind zweifeln vielleicht noch, aber ich als Populist darf das behaupten, oder? Und wenn Sie sich anschauen, dass wir die einzige Partei sind, die dagegen ankämpft, die wieder zurück zu Recht und Ordnung zurück will, dann muss ich sagen, wir sind der eigentliche Verfassungsschutz, die AfD.
jetzt. Na, stopp, zuerst hier und dann. Genau, die letzte Frage dann dahin. Das genau. Ist jetzt etwas aus dem Thema raus. Es bezieht sich nämlich noch auf Russland, was ich sagen wollte. Ganz kurz. Unsere Presse stellt immer so dar, dass die bösen Russen nun sich in der Krim da durchgesetzt hätten und die armen Ukrainer unter Druck setzen. Es gibt eine Äußerung von Victoria Nuland, das ist die Unterstaatssekretärin im amerikanischen Foreign Office. Man habe 5 Milliarden Dollar, 5 Milliarden wohlgemerkt, in diese Bewegung da auf dem Maidanplatz gesteckt. Das heißt, eigentlich sahen sich die Russen einem amerikanischen Angriff sozusagen ausgesetzt. Das ist das eine. Das andere ist, ein gutes Verhältnis zu Russland ist sicherlich wichtig. Man darf das aber nicht als sanftes Ruhekissen betrachten. Das heißt, das gute Verhältnis zu Russland müsste auch auf einer eigenen Fähigkeit zur Selbstverteidigung beruhen. Und da ist mit unserer Bundeswehr im Augenblick schlecht Start zu machen. Es wäre schon schön, wenn gerade aus dieser Voraussetzung auch die Bundeswehr wieder auf Tour geht. Nehmen wir das mal als Frage, Thema Soros. Ich glaube, darüber ist das auch gelaufen. Ist ja an verschiedenen Stellen, wo Herr Soros sich einklingt. Unter anderem ja auch mittlerweile in Deutschland bei der Überwachung des Internets. Da finanziert er ja auch, sage ich mal, die Organisation. Weiß ich nicht, will dazu irgendjemand was sagen? Open Society. Sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist, glaube ich, alles gesagt worden zu. Erleben wir hier auch und ist in anderen Bereichen eben auch schon passiert. Genau, jetzt letzte Frage hin und dann im kleinen Rahmen sind wir natürlich weiterhin im Diskurs, können wir weiter diskutieren, aber dann lockern wir es ein bisschen auf. Ne? Ja, bitte. Herr Wissler, es tut mir leid, an einem Punkt muss ich Ihnen widersprechen. Ich habe 1984 in Dresden gelebt und genau wie Sie auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs und ich habe sehr aktiv die Bestrebung des Prager Phönix wahrgenommen. Dummerweise war ich während dieser Zeit auch als Wehrpflichtiger bei der NVA. Und der Prager Phönix wurde mit sowjetischen Panzern niedergewalzt, aber es waren diese Leute, die waren überhaupt nicht feige, die den Prager Phönix initiiert haben. Die wollten zwar einen demokratischen Kommunismus, aber die wollten Demokratie. War damals auch meine Einstellung, muss ich dazu sagen. Das war eine Utopie, ganz klar, aus heutiger Sicht. Und auf 89 bezogen, klar, die hatten einst entsetzlich von sowjetischen Panzern auf die Mütze bekommen, leider mit deutscher Hilfe, aber feig, das kann ich nicht akzeptieren. Für die Tschechen. Ja, danke, dass Sie mir widersprochen haben, denn Sie haben tatsächlich recht, ja. Was die Ungarn 1956 geleistet haben, großen Respekt. Selbst Prager Frühling 68, da waren viele Menschen sehr mutig. Ja, da haben Sie absolut recht. Auch was die Polen gemacht haben, auch in den Aufständen 70er Jahre und gerade Danzig, ist ja gar nicht weit von hier. Auch ziehe ich den Hut ab. Nur ich hab 68 nicht erlebt, ich bin 72 geboren. Und als ich jetzt über die Feigheit sprach, die Feigheit der großen Masse, da sprach ich wirklich über das Ende der 80er. Ja? Und ich persönlich fühle mich schon an die Zeit zurückerinnert. Gerade wenn ich die große, träge Masse auch hier in Deutschland erlebe. Wenn ich erlebe, wissen Sie, Sie müssen sich das mal anschauen. Linksextremisten, militante Linksextremisten greifen uns an, schlagen unsere Mitglieder an Infoständen, zerstören die Fassaden unserer Häuser, zünden unsere Autos an. Und da gibt es keinen Aufstand der Anständigen. Da gibt es niemanden, der sagt, so ihr Arschlöcher, hört damit auf. Alle schweigen und das nenne ich die Feigheit der Mehrheit. Ja, dann wollen wir das offizielle Programm vielleicht jetzt beschließen. Wir haben es, ich weiß nicht, ich habe keine Uhr. Das ist doch egal. 10 vor 10, also wir sind ja schon deutlich in der 120. Minute sozusagen. Das heißt, Elfmeterschießen war gerade eben schon. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Ich wäre nicht so der Fußball. Ja. Aber wenn ein Fußball
ja, ja, wenn der Politik Tipps hat, ja, dann kann ich auch Fußballtipps geben, ja, auch wenn ich keine Ahnung davon habe. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei allen, die hier vor Ort waren. Ich bedanke mich aber vor allem auch bei den ganz, ganz vielen, die online waren. Wäre schön, wenn die alle mal vor Ort kommen, dann hätten wir hier, also dann müssten wir hier anbauen. Ja, also es waren jetzt, ich kann die Zahl jetzt gerade nicht sehen, nach wie vor sind es 59, die online sind. Zur Spitze waren wir irgendwo bei 100 und es dürfte jetzt mittlerweile irgendwie so bei 15, 16, 17.000 sein, die das gesehen haben. Und das jetzt auch im Nachhinein noch sich anschauen können. Sie können sich selber auch noch mal anschauen. Und ich würde mich freuen, wenn die alle online waren, demnächst auch mal vor Ort zu einer Veranstaltung kommen. Ich darf erinnern, am Sonntag machen wir einen kleinen Online-Bürgerdialog, wo ich im Prinzip mich als Direktkandidat dann vorstelle. Und das wollen wir für alle unsere vier Direktkandidaten im Kreis Pinneberg, nämlich einmal zuerst jetzt dieses Wochenende ich am Sonntag mache da quasi den Einstieg, dann Julian Flack am Osterwochenende bzw. Ostermontag hatten wir das angedacht und dann zum Schluss auch Bernhard Noack und Michael Poschardt. Das heißt, jeder von uns wird einen so einen Online-Dialog machen. Da ist man dann einfach, sage ich mal, selber mit ihnen online und da gibt es dann kein großes Publikum. Da sind natürlich auch alle, die jetzt hier vor Ort sind, auch eingeladen, sich da dann einzuschalten und das online zu machen und dann eben auch Fragen zu stellen. Davon lebt das Ganze. Ja, Fragen stellen auch online. Dann bringen wir die hier natürlich auch rein und stellen sie dann weiteren Kandidaten. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei allen, die da waren, wünsche einen guten Abend und allen, die hierher gekommen sind, eine sichere Heimfahrt und bis demnächst mal wieder beim AfD-Bürgerdialog in Pinneberg.